Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 406. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei die Frau Patricia. Hallo. Der Duke. Ja, servus, hallo. Und der Herr Basti. Gute und Grüße, meine lieben Freunde. Ja, Folge 406 und wir stehen kurz vor dem Beginn der Saison und wir müssen heute auch noch reden über Fans im Stadion, über eine Vertragsverlängerung und so ein bisschen Transfergerüchte, dies, das, Ananas. Bevor wir dazu allerdings kommen, haben wir ein bisschen Feedback bekommen, was ich hier jetzt erstmal noch aufgreifen wollte an dieser Stelle. Beziehungsweise das, damit können wir gleich zum ersten Thema mehr oder weniger überleiten. Der Jörg hat uns nämlich eine wahnsinnig lange E-Mail geschickt, also positiv gemeint wahnsinnig lange, weil er da wahnsinnig viel reingepackt hat. Vielen Dank schon mal dafür, generell für das ganze Feedback, was wir in letzter Zeit bekommen haben. Und er spricht da ein Thema an und vielleicht können wir da gleich auch mal direkt drüber sprechen. Er spricht nämlich unsere Diskussion von, ja, die Mail hat er letzte Woche geschickt, das ist mittlerweile 3 Wochen her, über den Trainer. Da hatten wir ja so ein bisschen aufgeführt, dass wir gesagt haben, so irgendwie müssen so Trainer und Mannschaft und die Strategie, die beide haben, so ein Stück weit zusammenpassen. Und er fand es so ein bisschen merkwürdig, dass wir diese Trainerdiskussion so ein Stück weit da aufgemacht haben und auch unseren Anspruch zu sagen, wir sind in so einem Übergangsjahr, weil er irgendwie sagt, naja, so ein Übergangsjahr, ob uns das jetzt viel hilft, um in dem Jahr drauf wieder so Richtung Platz 6 irgendwie nach vorne zu kommen, um wieder in die internationalen Ränge reinzukommen, sieht er nicht. Mittlerweile haben sich ja anscheinend Verein oder würde ich jetzt mal behaupten, haben sich Verein und Trainer ja geeinigt, weil man hat ja jetzt den Vertrag von Hütter um weitere 2 Jahre verlängert. Also scheint das Thema ja jetzt soweit klar zu sein, wo man gemeinschaftlich hin will. Was ist euch denn so durch den Kopf gegangen, nachdem die Vertragsverlängerung von Hütter kommuniziert wurde? Ich glaube, ich kann am wenigsten dazu beitragen, weil ich habe das Gefühl, ich war bei der Diskussion auf gar keinen Fall dabei, weil ich hätte den Trainer safe nicht in Frage gestellt. Ja, das heißt... Ja, ich glaube, Basti war nicht dabei an dem Abend. War er nicht. Aber dann die anderen beiden von euch. Ja, richtig. Patricia, erzähl du doch erstmal. Genau. Ich weiß nicht genau, ob ich... Zumindest glaube ich hätte gesagt, dass ich denke, dass Verein und Trainer schon irgendwie die gleichen Ziele haben, sonst wäre es ja überhaupt gar nicht zustande gekommen. Also ich habe mir gedacht, Hütter wird schon wissen, was die Möglichkeiten des Vereins sind, was aber auch die Ziele des Vereins sind, was erwartet wird. Und er hat selbst auch Ansprüche. Und deswegen, ja, dachte ich schon, dass das Ziel gar nicht so auseinandergeht. Ich wusste halt nur nicht, warum es hakt bei der Verlängerung. Aber ja, als ich gehört habe, dass er jetzt verlängert, war ich ja froh drüber, weil ich kein Gegner von Hütter bin. Ich bin sehr froh, dass wir ihn haben und ich finde es auch gut und wichtig, dass er jetzt verlängert hat und es bringt auch Stabilität auch in die Planung mit rein und ja, durchweg positiv die Reaktion darauf von meiner Seite. Ja, gehe ich gerade voll mit. Also positiv auf jeden Fall. Was da, glaube ich, aber auch bei der Diskussion in Frage gestellt wurde, war, ist Hütter unbedingt immer der richtige Mann für das Konzept, was wir uns mit der Eintracht erdenken für die nächsten Schritte. Das, glaube ich, wurde so ein bisschen in der Folge auch thematisiert. Genau, und anscheinend so ein bisschen müssen ja, also gut, so Vertragsverlängerungen, wir kennen es ja mittlerweile, ziehen sich ja öfter dann mal hin. Es gibt da noch den einen oder anderen Punkt, der sicherlich auch heute noch in der Bewegung ist, der vielleicht noch nicht ganz fixiert ist, aber sind wir erstmal froh, dass er jetzt da ist und auch, ich meine, die Co-Trainer haben ja auch beide für 3 Jahre nochmal verlängert, also eine prima Sache, denn mir gefällt das Trainerteam auch. Die Frage ist nur an sich die Strategie und weil hier gesagt wird, ja, es wird so nicht gesehen mit eventuell mal ein kurzes Übergangsjahr, um dann wieder anzugreifen. Irgendwie muss man aber ja schon eine Strategie haben und Hütter ist meiner Meinung nach der Mann, der nicht mit diesen Mittelfeldplätzen zufrieden ist. Und deshalb ist für mich diese Entscheidung, wir machen mit Hütter weiter und Hütter sagt auch, jawohl, das gefällt mir, eigentlich ein genau dieses Ziel, okay, wir machen jetzt vielleicht mal low, weil jetzt haben wir keine internationalen Verpflichtungen und so weiter. Nächstes Jahr können wir dann wieder angreifen, weil ich glaube, der Anspruch von insbesondere von Hütter, nicht mal nur von uns als Eintracht-Podcast, die uns das immer wünschen, der Verein wird es auch eventuell sicherlich nicht abgeneigt sehen, oben anzugreifen. Aber Hütter ist für mich jemand, der will Hurra-Fußball, der will oben
oben angreifen, der will nicht im Mittelfeld die graue Maus spielen. Und das haben wir im Endeffekt hoffentlich mit der Vertragsverlängerung dann jemanden, der das auch mit vollem Elan und mit aller Kraft versucht umzusetzen. Und also ich bin auch sehr zufrieden, dass das geklappt hat. Aber bedeutet das dann vielleicht auch, dass wir tatsächlich gar nicht in dieses Übergangsjahr so in dem Maße gehen und uns jetzt darauf konzentrieren, irgendwie großartig Werte im Kader zu schaffen, sondern dass vielleicht nur so ein bisschen Werte im Kader schaffen? Ich meine, so ein paar Spieler wie jetzt Ache und so hat man ja vielleicht, und vielleicht hat man auch den einen oder anderen da noch auf dem Zettel, sondern sagt, okay, wir machen das in so einem bisschen reduzierten und versuchen halt direkt wieder da oben in diese internationalen Dinge Plätze reinzurutschen, weil man vielleicht auch, Theorie meinerseits, davon ausgeht, dass das in diesem Jahr mit diesen veränderten Bedingungen auch noch leichter werden kann als in den nächsten Jahren. Da sprichst du natürlich jetzt schon was an, was ja dann auf die nächsten Themen eigentlich Bezug nimmt, nämlich wie sehen wir den Kader, ist er wettbewerbsfähig, was geht da, müssen da noch Transfers her, ja, nein. Ist natürlich hier jetzt ein Punkt, René, da müssen wir drüber sprechen, zunächst mal, inwieweit kann dieser Kader, so wie er jetzt zusammengestellt ist, mit den, ich glaube, ja, was haben wir jetzt, zwei Neuverpflichtungen, wenn du Ache dazu zählst, was kann da gehen? Was ist im Endeffekt das Mögliche? Und sind wir wirklich wettbewerbsfähig, um Platz 6 oder 7 oder was weiß ich da oben mitzuspielen? Das ist natürlich jetzt sozusagen die Gretchenfrage. Funktioniert das? Geht da was? Und kann man das? So ein Stück weit dieser Henne-Ei-Frage, was brauche ich zuerst? Brauche ich erst den Kader, um mich dann zu entscheiden, bin ich wettbewerbsfähig und will ich angreifen, oder sage ich halt erst, ich will da oben irgendwie rein und muss halt dementsprechend jetzt doch vielleicht noch irgendwie auf dem Transfermarkt mich nochmal entsprechend umschauen. Also das ist ja die Frage, warum musst du das Ding halt jetzt aufdrehen? Ich finde die Frage, ja, auch, ja, sag du. Nee, mach du. Okay, ja, also bei mir wäre es jetzt, hängt es so ein bisschen an dem Begriff Übergangssaison, weil ich finde, Übergangssaison ist nicht gleich Umbruchssaison. Also wir sind ja jetzt nicht so, dass wir sagen, der komplette Kader muss neu gestaltet werden, wir brauchen 20 neue Zugänge. So ist es nicht, wir haben das Gerüst und wir brauchen punktuell vielleicht Verstärkungen oder ja, sowas. Deswegen ist es für mich in dem Sinne eine Übergangssaison, dass man jetzt vielleicht sagt, okay, vielleicht schaffen wir es nicht in die Euroleague. Vielleicht haben wir jetzt auch mal, das ist ja sicher, wir haben jetzt ein Jahr ohne Euroleague und man kann diesen Kader weiterentwickeln und aufbauen. Also vielleicht eher eine Aufbausaison statt Übergangssaison, weil ich das Gefühl hatte, Übergangssaison wird oft als Umbruch bezeichnet und das ist es halt eben nicht, was wir gerade machen. Ja, ein wichtiger Punkt, stimmt. Passiert, du wolltest. Ich glaube, die Entwicklung ist einfach unterbrochen worden, aber das hat weder mit dem Trainer noch mit dem Vorstand noch mit irgendwas jemandem zu tun. Ich glaube, dass dieser Sommer komplett anders ausgesehen hätte, wenn diese Corona-Scheiße nicht passiert wäre. Also das darf man bei der Bewertung des Ganzen leider nicht vergessen. Also mir ging irgendwie das Herz eben auf, als sie diskutiert hat, weil das hörte sich so an, als wäre Corona nicht da und wir hätten jetzt eine ganz normale Saison Vorschau. Ja, das stimmt. Das Problem, ja. Das ist ja halt nicht so. Also ich glaube, dass wir jetzt überhaupt so eine Übergangssaison haben, und Patrizia hat das gut beschrieben, das ist kein Umbruch, weil was für ein Umbruch soll hier sein? Es hat ja sich fast gar nichts getan, das kann man gut oder schlecht finden. Ich glaube, dass dieser nächste Schritt gegen Eintracht safe gegangen wäre oder beziehungsweise zumindest probiert hätte, ihn zu gehen. Das ist jetzt unterbrochen. Ich glaube, das ist jetzt eher so ein Übergangsjahr von wegen, wir müssen jetzt warten, bis wieder alles normal ist, weil wir dann vielleicht Geld in den Kader wieder investieren können, um eben diese punktuellen Verstärkungen, die angesprochen wurden, zu realisieren. Das kannst du halt nicht machen. Das heißt, du musst aus dieser Situation, die jetzt da ist, das Beste machen, und ich glaube, darüber haben die auch diskutiert, deswegen hat es auch so lange gedauert. Ich glaube, dass Hütter diese Ambition, die er angesprochen hat, hat, aber er auch einsieht, dass das aktuell nicht drin ist, aber vielleicht auch überall nicht. Also ich weiß nicht. Es gab immer die Gerüchte, dass er vielleicht nach Dortmund gehen will und so weiter und so weiter. Da ist jetzt kein Posten frei. Das heißt, für Hütter selber wäre es jetzt auch nicht so gewesen, hätte er gesagt, na, ich verlängere hier nicht, dass der ganz, ganz sicher einen Verein bekommen hätte, der besser ist. Das wäre für ihn auch unsicher gewesen. Also muss man auch mal als Eintracht Frankfurt sagen, hör mal zu, das ist auch trotzdem ein interessanter Trainerposten, weil hier wollte man was aufbauen. Jetzt ist Corona, jetzt wissen wir nicht, was wir machen sollen. Mhm. Und jetzt gucken wir, ob wir dieses Jahr so gut wie möglich nutzen. Und ich bleibe dabei, dass das mit dem, wenn diese Verlängerung bestätigt, dass es diese Differenzen zumindest nicht mehr gibt, die besprochen wurden, weil sonst wären die ja blöd. Jetzt mal im Ernst, wer will denn in einem Arbeitsumfeld weiterbleiben, wenn er nicht muss und diese komfortable Situation haben, solche hochrangigen Angestellten?
wer will denn da bleiben, wenn du jeden Tag keinen Bock hast, zur Arbeit zu gehen? Also das macht ja niemand. Und das spricht für mich da, dass wenn die überhaupt da waren, dass sie ausgeräumt wurden und dass man sich einen Plan gemacht hat, wie man aus dieser beschissenen Situation das Beste machen kann. Und das kann nur sein, dass du Spieler weiterentwickelst, jetzt unter Ausschluss der Öffentlichkeit, dass du nächstes Jahr A, Werte geschaffen hast, die du entweder irgendwie in Geld ummünzen kannst und oder, dass dieser Stamm, der beschrieben wurde, noch stärker ist und du dann mit diesen punktuellen Verstärkungen, weil eventuell dann wieder Geld da ist, den nächsten Schritt geht. Aber ich glaube, dass wir jetzt hier über eine Übergangssaison sprechen, liegt einzig und allein an Corona. Ja, ist auch ein wichtiger Punkt. Es ist natürlich generell keine Saison, wie wir sie bislang in Gänze so hatten. Und ja, da werden wir auch gleich nochmal drüber sprechen, wie sich das für uns anfühlt. Und das hat natürlich auch Auswirkungen dabei, wie man so eine Saison generell auch an der Stelle wahrnimmt und einordnen muss, ja. Eine Sache noch zu Bastis Ausführung. Ich gehe dir auf jeden Fall voll und ganz mit dir mit. Das Einzige, wo ich mich frage oder wo ich sage, wie kommst du drauf, dass wir tatsächlich nach der Saison das Geld haben, um entsprechende nächste Schritte zu machen? Weil normalerweise, ich habe tatsächlich gedacht, ich gehe da voll mit dir mit, mit Corona, das hat jetzt irgendwie alles zersemmelt, jeder hat auch Angst, da Geld auszugeben, keiner weiß, wie lang es so ist, keiner weiß, wie lang rückläufige Einnahmen sind, wie es mit den Sponsoren läuft und so weiter und so fort. Die Frage ist natürlich, kommst du da nicht in den Strudel auch rein? Wie funktioniert das dann? Man sieht ja, wenn du dir sonst die Transfers anschaust, ob du mal die Hertha oder sonst wen da nimmst, wo du einfach nur denkst, das gibt's doch gar nicht, was ist denn da los? Die hauen hier die Kohle raus. Wir stehen so ein bisschen da und wie so ein bisschen das traurige Kind nebenbei, ich kann mir nicht mal einen Lutscher leisten. Das ist natürlich hier schon, nervt natürlich auch als Eintracht, also mich zumindest als Eintracht-Fan, wenn das dann so läuft. Ich hoffe natürlich, dass wir im nächsten oder übernächsten Jahr dann wieder, wenn sich alles ein bisschen normalisiert hat, dann auch investieren können. Die Frage ist nur, ist das dann wirklich möglich oder haben wir ein bisschen Eigenkapital aufgebraucht noch in diesen ganzen schwierigen Zeiten, hängen noch ein bisschen mehr drin? Ist da wirklich noch Geld da? Wie sieht so eine Struktur aus? Davor habe ich ein bisschen Angst, dass wir tatsächlich jetzt durch das so ein bisschen in dieses, wir wollen zwar oben mitspielen, wir kaufen dann auch vielleicht den einen oder anderen Spieler noch, aber das System im Endeffekt nicht mehr dazu führt, dass wir oben angreifen können und eher dann sagen sollten, nicht wirklich Umbruch, aber Übergang, ja, junge Spieler ran, wieder was verkaufen zu können und daraus wieder zu finanzieren, weil ich glaube, aus dem aktuellen Kader oder aus der Situation, es wird wahrscheinlich schwierig, da dass die Gelder, die benötigt werden, um wieder oben anzugreifen, dann auch in den nächsten Jahren zu haben. Oder seht ihr das anders? Weil das hatte ich nur, dass du mich nicht falsch verstehst, ja. Finanziell ist natürlich schwierig zu bewerten, wie diese ganze Saison ist, weil ja keiner auch weiß, und dann kommen wir ja dann auch irgendwann, also wir wollen ja dann auch gleich nochmal über dieses Thema Fans im Stadion sprechen, und das ist natürlich auch nochmal ein wichtiger Faktor, wenn du einkalkulieren musst, dass du über einen Großteil des Jahres ohne Fans im Stadion spielst, geht dir ja auch eine gewisse Einnahmequelle verloren. Auch dieses ganze Thema jetzt nicht nur Eintrittsgelder, sondern ja auch dann damit verbunden irgendwie Werbung im Stadion. Wer lässt denn Werbung in einem Stadion schalten, wenn er eigentlich weiß, dass die von keinem gesehen wird, weil die Kameras das nicht aufgreifen, weil keine Fans da sind, etc. Also da geht hier halt schon viel verloren. Das ist natürlich etwas, umso länger dieses ganze Thema andauert, umso schwieriger wird natürlich auch die finanzielle Situation nach der Saison einfach auch werden. Ja, aber ich finde, der Vergleich zu Hertha hinkt leider, weil Hertha kannst du mittlerweile in diese Kategorie Wolfsburg reinballern. So, also ja, das stimmt. Du hast recht, das hinkt auch, das stimmt, ja. Das wäre halt auch ohne Corona so. Das ist, Dennis, ich bin da bei dir, das ist eine der unfassbar ärgerlichsten Sachen überhaupt, dass dieser Pissverein plötzlich unabhängig von Corona so viel Geld ausgeben kann. Konnte er ja vorher auch schon. Unser Vorteil war ja, dass sie das nicht gut investiert haben. Erinnert euch an diese Klinsmann-Nummer. Auf jeden Fall. Das heißt, die Eintracht stand besser da als die Hertha, weil sie besser gearbeitet hat. So. Habt ihr das eigentlich mitgekriegt? Kurze Zwischenfrage, dass hier die Hertha hatte ja Trigema irgendwie als Trikotsponsor angefragt, der dann irgendwie abgelehnt hat, so mit der Begründung, naja, für jemanden, für den irgendwie Insolvenzgeschichten hier irgendwie zum Alltag geworden ist, das passt nicht zu dem, was wir so als Unternehmen verkörpern. Fand ich eine geile Nummer. Okay. Nee, also bei der Hertha muss man auch sagen, ärgert es mich, weil die Hertha uns temporär auf jeden Fall interessante Spiele auch wegschnappen könnte oder kann, ja, weil die halt aktuell mehr Geld haben. Aber man darf nicht vergessen, das ist trotzdem so eine, die geben das halt jetzt mal aus und dann muss es aber auch klappen.
Das heißt, das ist kein langfristiges Ding. Also das ist nicht so, dass ich denke, es kann natürlich auch sein, dass die Hertha einfach mal 200 Millionen Euro an Spielern verbrät und diese Werte, die sie da irgendwie schaffen wollen, dass die gar nicht stattfinden. Also weil die Hertha kann safe auch nicht planen, in den Europapokal zu kommen. Die Hertha kann auch nicht planen, dass wenn die Toussaint für ein paar 20 Millionen Euro kaufen, dass der plötzlich 50 wert ist. Also das, was die gerade machen, ist ein hohes Risiko. Das haben wir ja gesehen. Also selbst wenn du 100 Millionen für die Büffelherde einnimmst, heißt es, haben wir leider gesehen, noch lange nicht, dass du dann dadurch viel mehr Qualität in den Kader kriegst. Das ist halt so, sondern du musst halt besser arbeiten. Das ist richtig, selbst wenn die Hertha uns jetzt mal ein, zwei Jahre überholt, kann es sich auch schnell wieder erledigen. Ich glaube, die viel schlimmere Sache ist, dass die Eintracht zu diesen Vereinen gehört, die auch auf Einnahmen angewiesen ist, die halt durch Corona nicht möglich sind. Das sind Zuschauer, das ist Hype, das ist einfach diese Energie hier in der Stadt, du kannst halt auch Spieler davon überzeugen, zu sagen, Alter, guck mal, was hier abgeht. Hast du nicht Bock, da irgendwie Teil des Projektes zu werden? So, die Eintracht war echt eine heiße Nummer, das hat man in ganz Europa gesehen, so zwei Jahre lang. Was halt den Spielern auch gut getan hat, weil sie dadurch ins Schaufenster kommen und das fällt halt jetzt alles weg. Das ist für mich das Allergefährlichste. Du wirst keine Bilder mehr von Choreografien haben, von Europapokalnächten. Das wird erstmal für unsere Verhältnisse eine sehr, sehr triste Saison, plus Corona ohne Zuschauer oder mit Teilzuschauern. Und da musst du kreativ werden. Da bin ich bei Dennis, dass man vielleicht wirklich sagen muss, ganz ehrlich, wir kommen diese Saison wahrscheinlich sowieso nicht in den Europapokal. Oder vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht merkt man es ja auch im Laufe der Saison. Und dann muss man halt anfangen zu sagen, hier, ach, spiel halt mal 5 Spiele hintereinander, damit du Spielpraxis kriegst, ob wir jetzt irgendwie 8. oder 12. werden, ist uns egal. Das ist aber halt eine schwierige Situation, weil wir fordern das immer so leicht, sozusagen, ey, baut doch mal eine Mannschaft über 3 Jahre auf. Aber wir sind die Ersten, die nach 8 Spielen hier rumschreien, wenn die Eintracht 7 Spiele verloren hat. Also das ist es ja. Stimmt, ja. Das ist leider das ist richtig, ja. Also das ist ja dieses Ding. Und das wissen die auch, das weiß Hütter auch. Und Hütter weiß auch, dass er ein Risiko eingehen würde, wenn er jetzt irgendwie probiert, experimentell eine Mannschaft aufzubauen mit jungen Spielern. Und das geht schief. Dann ist er auch als Trainer nicht mehr dieses heiße Eisen, was er war. Also das ist ja das Ding. Erinnert euch an Kovac, der ist zu München gegangen, war wirklich auf einem hohen Level da und jetzt ist er halt nur noch bei Monaco. Also was ich sagen will, natürlich ist das eine Ebene drüber, aber wenn Hütter bei der Eintracht erfolgreich ist und ist dann plötzlich bei Dortmund im Gespräch, das kann natürlich auch in die andere Richtung gehen, dass Hütter hier irgendwie abkackt und dann eben nicht mal mehr einen Verein wie die Eintracht kriegen würde. Also das ist ein ganz, ganz schwieriger Spagat, glaube ich. Aber dadurch, dass die verlängert haben, hoffe ich, dass wir hier uns zwar Gedanken machen, die das aber für sich schon entschieden haben, wo der Weg hingehen soll. Hoffe ich zumindest. Ich würde jetzt mal zumindest davon ausgehen, dass sie das in der Tat haben. Die Frage ist halt wirklich, wie sich das in diesem Jahr alles so umsetzen lässt. Aber grundlegend können wir, glaube ich, jetzt hier mal an der Stelle abschließend sagen, sind wir alle sehr zufrieden, dass Hütter seinen Vertrag verlängert hat. Und glauben dran, dass das dem Projekt und der Weiterentwicklung der Eintracht gut tut. Jetzt haben wir gerade eben schon. Bin ich schon ganz ehrlich. Ja. Schlusssatz müssen wir noch sagen, weil wenn wir schon mal hier sind, erinnert euch an was für Folgen wir hier schon hatten, die uns über Thomas Schaaf aufgeregt haben, als die Rotweinbande entstanden ist. Christoph Daum. Leute, das ist schon natürlich, ich weiß, oder erinnert euch an die Zeit, als Kovac erstmal kam und was für eine Situation wir waren. Langfristig betrachtet ist das schon eine geile Nummer, dass wir jetzt hier drüber reden, dass ein erfolgreicher Trainer einfach erstmal hier bleibt und den Vertrag verlängert hat und wir jetzt plötzlich zumindest aktuell und gefühlten Verein sind, wo wir eher latente Angst haben, dass der Trainer uns verlässt, als dass wir den Trainer loswerden wollen. So. Das ist ja, das stimmt schon. Wenn er das ist ein anderes Gefühl. So. Ja. Ja, das stimmt, ja. Wenn wir schon bei Gefühlen und ehemaligen Gedankengefängnissen an dieser Stelle sind, müssen wir jetzt, glaube ich, auch mal über diese Fan-Thematik sprechen, die wir jetzt hier auch schon das ein oder andere Mal angedeutet haben. Wir haben ja beim letzten Mal noch drüber gesprochen, dass der Plan der DFL, ein entsprechendes Konzept vorzulegen, ja erstmal nicht gefruchtet hat, weil es eben Gegenstimmen aus der Politik gab. Und jetzt hat sich ja im Laufe der Woche gezeigt, dass es jetzt zwar kein allgemeingültiges Konzept und bundesweit einheitliches Konzept für Fans im Stadion gibt, aber jetzt eben regionale Vorstöße. Ich glaube, die ersten, die das ja schon immer so ein Stück weit angedeutet hatten und dann ja auch tatsächlich vorhatten und jetzt ja auch gemacht haben, war ja Union mit, ich glaube, knapp 4000 Fans am Wochenende beim Testspiel im Stadion. Leipzig hatte ja dann groß prominent, also zumindest war es in der Presse wesentlich prominenter als die Union-Thematik, dass man da mit 8.500 Fans
nicht nur plant, sondern es auch genehmigt bekommen hat für den Saisonstart. Die Hertha hatte, glaube ich, auch gesagt, irgendwie, was waren es, 5.000 für deren Saisonstart. Dann am zweiten Bundesligaspiel kam die ja das erste Heimspiel. Und heute kam jetzt ja kurz vor der Sendung die Information, dass die Eintracht den Antrag gestellt hat beim Spiel gegen Bielefeld tatsächlich schon. Also erstes Heimspiel in 2 Wochen mit bis zu 10.000 Fans im Stadion agieren zu wollen. Was war denn so euer Empfinden, als ihr diese Thematik jetzt vielleicht nicht nur bezogen auf Leipzig, weil das hat ja dann immer noch mal so eine besondere Komponente, aber so diese regionalen, wir lassen X-Fans rein und so weiter, was war so euer Gefühl dabei? Wer möchte anfangen? Patricia. Ja, okay, also mein erster Gedanke war tatsächlich, dass das ein bisschen, also ich finde es halt komisch, wenn das regional geregelt ist, einfach weil jeder so sein Ding macht und jeder andere Voraussetzungen hat. Also nicht nur, was auch Zuschauer angeht, dass halt überhaupt jemand im Stadion ist. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das jetzt von der Stimmung her ein Wettbewerbsvorteil ist, wenn da, weiß nicht, 500, 5000 Zuschauer auseinandergesetzt im Stadion sind. Das kommt wahrscheinlich aber auf die Anzahl der Kuhglocken drauf an, aber ja. Ja, zum Beispiel. Aber auch, also jetzt zum Beispiel Abraham hat in seine Story gepostet bei Instagram in Amsterdam, oh ja, wieder vor Zuschauern. Und da war das ja auch mit dem Corona-Konzept. Bestimmt, ja. Und ich glaube schon, dass das für Spieler trotzdem jetzt zumindest zu Beginn erstmal wieder so was Besonderes ist. Aber auch halt finanziell, wenn ich überlege, keine Ahnung, in Hessen ist es ja bisher so, dass nur 250 Leute genehmigt sind. Mhm. Wenn dann die Eintracht, okay, jetzt ist der Antrag da, aber sagen wir mal, die Eintracht dürfte jetzt nur 250 Personen reinlassen, während dann in Leipzig 8.000 Personen kommen, ist das finanziell ja auch für den Verein so ein bisschen, ja, die einen nehmen halt schon einen Monat früher was ein, die anderen einen Monat später und wer weiß, wie lange sich das zieht. Deswegen finde ich diese uneinheitliche Lösung so ein bisschen problematisch. Ja, weiß halt nicht, wie sich das jetzt entwickelt, wenn die Eintracht jetzt auch schon den Antrag gestellt hat mit den 10.000, wie sich das mit der Politik dann vereinbaren lässt, muss man abwarten. Aber mein erster Gedanke war, ein bisschen chaotisch alles. Mhm. Dennis? Ja, gehe ich auf jeden Fall mit. Also ich finde es auch eher ein bisschen schwierig, es einzuordnen. Ich finde es toll, dass Fans wieder ins Stadion dürfen. Generell einfach, wie die Patrizia schon gesagt, für die Akteure vor Ort. Du hast ja viele Stimmen gehört, die gesagt haben, wow, wir würden einfach gerne mal wieder vor ein paar Leuten spielen. Und wenn es dann sogar gleich fünfstellig wird, ist das natürlich super. Die Frage ist natürlich, inwieweit erstens wir tatsächlich dann an diese Zahl rankommen und auf der anderen Seite, was für mich immer die Frage ist, ab wann lohnt es denn überhaupt wirklich, also auch die finanzielle Seite. Klar, wenn du jetzt sagst, für 250 Leute brauchst du natürlich auch nur einen Bruchteil der Ordner und so weiter und so fort. Ich weiß gar nicht, wie das dann von den Anordnungen ist. Ist es wirklich so, dass du im Endeffekt immer ein Grundrepertoire hast und egal wie viele Fans dann kommen, hast du eigentlich, es ist dann jeder zusätzliche Fan bringt wirklich Geld rein oder brauchst du im Endeffekt dafür viel mehr Aufwand, es lohnt sich gar nicht und so weiter. Keine Ahnung, kenne ich mich leider mit der Thematik Betriebskosten, sage ich jetzt mal, von so einem Stadion und Pro-Kopf-Kosten pro Fan auch im Stadion nicht aus. Müsste man da nochmal sich genauer anschauen. Auf der anderen Seite, was mich natürlich hier auch ein bisschen abschreckt, aber das ist, oder was, wo ich sagen muss, ja, kann ich verstehen, weil einfach auch die regionalen Ausbrüche natürlich ganz anders sind. Wenn jetzt hier in Hessen natürlich hohe Zahlen sind, dann wäre es sehr seltsam, wenn hier trotzdem mit 10.000 Leuten gespielt werden dürften. Wenn jetzt in einem anderen Bundesland extrem oder gar nichts ist, dann muss man es irgendwie auch akzeptieren. Also ich, einerseits als Fan von Eintracht Frankfurt ist das für mich immer blöd, wenn auch mit Gästefans ist ja sowieso immer noch ewig ausgeschlossen. Ich bin auch gespannt, weil ich hatte gelesen gerade, als Basti, du hast das ja vor der Sendung noch gesagt, dass im Endeffekt hier jetzt extreme, das Gesundheitskonzept oder das Konzept im Gesundheitsamt vorgelegt wurde mit Abstandsregeln bei Anfahrt, Einlass und Abfahrt sowie auf der Tribüne. Bin ich mal gespannt, wie das mit 10.000 Leuten geregelt werden soll. Auch in Frankfurt ist einfach auch was Spannendes. Ich muss wirklich sagen, ich bin gespannt. Ich bin wirklich, ja, ich denke mal, dass wir wahrscheinlich nicht mit einer Zahl von 10.000 anfangen, mit ein paar und bin gespannt, was sich da entwickelt. Also ist momentan, ich bin auch noch sehr unentschlossen. Ihr merkt das
Aber an sich finde ich es was Gutes, dass es endlich wieder so langsam startet. Auch wenn wir schon drüber gesprochen haben, selbst ins Stadion gehen, ja, wahrscheinlich dann trotzdem nicht so der Knaller ist. Basti, du grummelst bei dem Thema so ein bisschen. Vielleicht auch, weil du gefühlt irgendwie die Woche das schon irgendwie in 3 unterschiedlichen Sendungen 5-mal erklären musstest. Hat sich da zu dem Thema bei dir noch was getan oder ist es nach wie vor so, wie du es zum Beispiel ja im Heimspiel oder auch bei Fußball 2000 mit dem Kollegen Reich besprochen hast? Ja, ich finde es weiterhin ein schwieriges Thema. Deswegen kann man doch oft darüber sprechen, weil man immer verschiedene Blickwinkel auch selber findet. Also ich habe ja auch schon selber eine Achterbahn der Meinung durchgemacht. Ich war ja direkt alle oder keiner, weil ich es unfair gefunden hätte, dass du da bei jedem Heimspiel irgendwie so eine europapokalartige Auslosung hast. Also das ist schon für mich schon mal der erste Punkt. Dann hat sich das aber ein bisschen aufgeweicht, weil ich gedacht habe, na, ich weiß nicht, es gibt auch einen Großteil, da zähle ich mich dazu, für den das überhaupt nichts mit einem normalen Stadionerlebnis zu tun hat. Dann kannst du die Diskussion aufmachen, ja, aber trotzdem ist es besser, als die Mannschaft gar nicht unterstützen zu können. Und dann habe ich gedacht, gut, wenn ich nicht hingehe, lasse ich die Mannschaft nicht im Stich, weil es finden sich genug. Dann habe ich mir aber überlegt, wer geht dann da hin? Da sind vielleicht auch irgendwelche Flausch-Donnies, aller, die dich da nicht sehen will. Und also es sind die verschiedenen Stufen. Ich habe so viele Für und Widers, dass wenn ich jemals nochmal, und das sage ich ja sowieso gerne, sagen muss, dass man hier Ambivalenz aushalten muss, dann jetzt. Weil wir haben das Thema, wenn ich mich in die Vereine reinversetze, die Vereine, ich kann die Vereine verstehen. Ich kann auch die DFL verstehen, zu sagen, okay, das Szenario, was Patricia beschrieben hat, was das Ideale wäre, innerhalb Corona zu sagen, okay, alle machen es gleich. Das wirst du nicht hinkriegen, weil frag mal bei Angela Merkel nach, wie das überhaupt mit noch wichtigeren Entscheidungen ist mit den Bundesländern. Die hat schon keinen Bock mehr ans Telefon zu gehen oder mit den Leuten zu sprechen. So, wenn das innerhalb von, wenn die DFL probieren würde, dann würde das, glaube ich, bis Saisonende nicht klappen, weil du immer ein Bundesland haben wirst in Deutschland, wo Dennis es gesagt hat, wo regionale hohe Ausbrüche sind, wo man dann vielleicht mal sagt, ja, nee, hier geht's jetzt gerade nicht und dann dürfen wieder alle nicht. Das heißt, dieses Szenario, was eigentlich ideal wäre für die Situation, das ist unrealistisch. So, wie macht man es dann? Dann muss man halt probieren zu schaffen, okay, Leipzig fängt jetzt an. Vielleicht geht das gut, dann hast du ein positives Beispiel. Vielleicht macht die Eintracht auch mit 10.000, es geht gut. Und ich glaube, was Dennis sagt, ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ich glaube, 10.000 Leute lohnt sich für die Eintracht noch nicht mal. Also ich glaube, es gibt so einen Punkt, wo man sagt, okay, vielleicht ab 15.000 Zuschauern lohnt sich das. Und da haben wir auch noch nicht darüber gesprochen, wie die vielleicht auch, weiß ich nicht, ob die überhaupt was essen und trinken dürfen da oder wie das geregelt ist. Ich glaube aber, dass die das als Investition sehen auf dem Weg zu vielleicht auch mal wieder 30.000 oder dann 40.000 oder dann 50.000. Das heißt, das ist der Anfang. Das ist wie wenn du eine Firma eröffnest. Da kannst du auch eine Kalkulation machen, wo du denkst, du die ersten 6 Monate nimmst du erstmal nichts ein, um ab dem 7. Monat Gewinn zu machen. Also für mich fühlt sich das so an, zu sagen, wir müssen es testen, um zu wissen, wir haben jetzt damit angefangen, um wieder uns der Normalität zu nähern und dann die Zeit auch zu überbrücken, bis wieder alle da rein dürfen. Und das wird für mich, glaube ich, erst der Punkt werden, wo ich wirklich sagen kann, geil, ich gehe da jetzt wieder hin, weil, was Dennis beschrieben hat, Anreise, Abreise, Zeit, Anreiseslot, Abstand, Ordner, dürfen nicht alle gleichzeitig auf Toilette, Stimmung wird merkwürdig sein. Also das ist für mich noch so fremd, dass ich jetzt hier sitzen würde und sagen würde, wenn mich morgen einer anruft und sagt, hier, du hast in der Lotterie eine Karte gewonnen, du darfst mit 8.000 Leuten ins Stadion gehen, würde ich sagen, nee, gib meinen Platz weiter, bitte. Was nicht heißen würde, dass die Eintracht im Stich lassen will, sondern einfach nur denken würde, gut, dann geht halt ein anderer hin, der die unterstützt. Was trotzdem schwierig ist, fällt mir auch schwer, weil eigentlich will ich es ja nicht. Eigentlich ist man ja dazu da zu denken, man ist als Fan auch im Stadion, um die Mannschaft zu pushen. Aktuell, muss ich sagen, würde ich mich dabei aber auch unwohl fühlen, weil das für mich auch nicht authentisch wäre. Also für mich selber. Ich würde mich da nicht wohlfühlen, muss ich sagen. Ich glaube tatsächlich auch, dass das vielen gehen wird und dass man da zwar jetzt von irgendwie 8.000 und 10.000 und so weiter redet, man aber, glaube ich, auch diese Zahlen bei weitem nicht erreichen wird. Ich sehe das ja bei uns in der Firma zum Teil, wo wir eine Menge Präsenzveranstaltungen abgesagt haben und am Anfang haben sie alle danach geschrien und haben alle irgendwie gesagt von wegen, ey, wollen wir wieder? Und jetzt, wo wir gesagt haben, so jetzt dürft ihr so langsam wieder, sagen sie alle so, nee, lass mal bleiben, lass mal doch lieber wieder irgendwie digital machen, weil man sich A, so ein Stück weit dran gewöhnt hat und B, aber auch so ein persönliches Unwohlsein damit
empfindet, nach so einer langen Zeit wieder in so eine, mit vielen Menschen auf einem Platz irgendwie zu kommen. Da fühlen sich auch, glaube ich, der ein oder andere nicht mit wohl, könnte ich mir vorstellen, dass das bei den Fans auch so ist. Du hattest das aber gerade eben... Ganz, ja? Nee, aber ganz ehrlich, René, das ist ein wichtiger Punkt, der mir fast zu kurz kommt. So, wir tun alle so, als wenn wir das nur machen, weil das ist halt so. Ich meine, es gibt ja auch einen Grund, warum das aktuell nicht erlaubt ist. Das, also das, ja, klar. Wenn wir jetzt mal vom Fußball weggehen und von der Angst, dass wir einfach Geld verlieren, weggehen, ist das natürlich auch ein Risiko, was du eingehst, weil es kann ja trotzdem passieren. Ja, genau. Dass sich auf so einer Veranstaltung viele Leute anstecken. Also das kann ja sein. Ich meine, das ist ja eine berechtigte Angst zu denken. Nur weil wir jetzt gegen Bielefeld 8000 Zuschauer im Stadion haben wollen, haben wir plötzlich 500 Infizierte davon. Also das kann ja wirklich auch sein. Das ist ja keine... Es gibt ja einen Grund, warum Massenaufläufe verboten sind. Also es ist ja wirklich so, dass man auch aufpassen muss, nur weil wir uns jetzt an diese Corona-Scheiße gewöhnt haben, in unserem Maße, wie wir es halt können und müssen, dass immer noch eine reale Gefahr ist. Eben. Also das ist ja, es gibt ja Gründe, warum du dich dann da so und so und so verhalten musst. Das ist ja auch was, was einen einschüchtert, weil man auch diese Krankheit noch gar nicht greifen kann. Du hörst ja jetzt mittlerweile auch irgendwelche Horrormeldungen von Langzeitschäden und was weiß ich was. Also das ist ganz, ganz schwierig, da so einen Mittelweg zu finden zwischen, ich weiß nicht, ich mache mir keine Sorgen, ich versuche aber auch das zu verstehen und das und das und das. Da spielen so viele Interessen rein, dass ich am liebsten sagen würde, wenn das jetzt eine Elternabend-WhatsApp-Gruppe wäre, ich würde am liebsten aus der Gruppe austreten und gucken, was passiert. Ja, kann ich verstehen. Das ist halt eine Abwägung, die du halt an der Stelle treffen musst zwischen, was ist für den Verein gut, was ist für die Fans gut, wie groß ist das Risiko? Also es ist ja dann auch so eine Abwägung, Gesundheit gegen Profitabwägung und so weiter. Die ist natürlich auch dann beliebig komplex und schwierig. Und das treffen zu können, ist, glaube ich, an dieser Stelle auch tatsächlich nicht einfach. Ja. Vor allem beeinflusst das ja auch das ganze Stadionerlebnis. Also sagen wir mal, du hast Bedenken, aber ringst dich dazu durch und sagst, hey, komm, ich mach das jetzt, ich unterstütze die Mannschaft und irgendwie will ich ja auch mal wieder ins Stadion, aber dann sitzt du da die ganze Zeit und denkst dir so, ja, was, wenn, habe ich jetzt hier genug Abstand und keine Ahnung, bei der Anreise, und dann bist du so gehemmt da und dann kannst du dich auch nicht voll drauf einlassen, was dann, ja, und dann machst wiederum du das, die ganze Stimmung irgendwie beeinflusst. Genau, und dann machst du das ist wahrscheinlich halt einmal und sagst dann so, ja, okay, ich habe es jetzt mal ausprobiert, war nicht so geil, ich lasse es lieber. Ja, genau, weil du dich halt, wie auch sagen, Basti sagt, so fühlt sich da nicht wohl. Also nicht nur wegen der Stimmung dort oder halt, weil das nicht das Erlebnis ist, was du haben möchtest, sondern auch wegen deinen berechtigten Ängsten vielleicht zum Teil. Das ist halt irgendwie dann schwierig. Wie gesagt, das sind halt so viele Punkte, die man beachten muss, die man da irgendwie mit einbeziehen muss, dass es so ein Thema ist, was deinen Kopf irgendwie komplett sprengt. Finde ich auch, weil wir es ja auch nicht wissen. Es ist ja nicht, dass wir einen Vergleich haben. Wir können ja hier nicht über Sachen reden, wo wir sagen, ja, als es damals so war, habe ich mich so und so gefühlt. Nee, wir wissen es ja nicht. Wir wissen ja nicht, wie wir uns fühlen werden. Wir wissen nicht, wie sich die anderen fühlen. Es gibt ja die verschiedensten Situationen. Du gehst ja manchmal gehst du in den Supermarkt, ist alles entspannt. Manchmal gehst du in den Supermarkt, ist es nicht entspannt. Weil irgendeiner, keine Ahnung, Schiss hat, weil er, weiß ich nicht, dich anschreit, weil du in seinem Regal vorbeiläufst oder so. Also das wird ja innerhalb dieses Stadions auch sein. Also das, dann gibt es welche, die interessiert das gar nicht mehr. Dann wirst du Diskussionen haben mit Leuten, die sagen, Corona gibt es nicht. Also momentan ist ja so viel los, dass du das Gefühl hast, die platzt sowieso der Kopf. Wenn du dich dann in so eine komplexe Einzelsituation reinversetzen willst, komme ich, egal wie tief ich mich reinstürze, immer wieder an den Punkt, dass ich die Hände hebe und sage, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja. Ich weiß es nicht. Und ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass der ein oder andere dabei ist, der diese komplexe Situation jetzt an dieser Stelle noch gar nicht sieht, aber sie in dem Moment erleben wird, wenn er tatsächlich da ins Stadion geht, der jetzt mit einer totalen Vorfreude und so weiter dann vielleicht nachher dahin geht und sagt, ja geil, und am Ende dann da sitzt und sagt, boah, das will ich nie wieder, das ist purer Stress. Ja. Also gibt es ja auch die unterschiedlichsten Schattierungen, Farbtöne, Abstufungen, wie auch immer du das Ding nennen willst. Also das wird noch sehr komplex. Aber eine Frage habe ich ja noch an euch. Und zwar, ich habe mich mit der Thematik tatsächlich mit diesen Konzepten nicht so in die Tiefe befasst, aber normalerweise enden die ja immer in irgendeinem Nadelöhr. Heißt ja bei zum Beispiel Anfahrt und Abfahrt, klar, es gibt diese eventuell dann Zugangsslots und so weiter. Vielleicht regelst du auch, dass der S-Bahn-Verkehr und Straßenbahnverkehr so und so getaktet ist, nur so viele Leute in die Bahn rein dürfen. Aber es fängt ja schon an, wie kommen die Leute dann im Endeffekt zum Hauptbahnhof? Oder wie kommen die Leute sonst mit
irgendwelchen Zügen und so weiter. Du kannst ja nicht sagen, wir holen jetzt jeden von zu Hause ab und du kommst mit deinem Auto, stellst du da und da ab und dann wirst du mit jeweils nur in 5er, 10er Gruppen, was weiß ich, dann dahin gebracht. Das funktioniert ja alles gar nicht. Also ich muss sagen, jedes von diesen, die Konzepte können so detailliert und so toll sein und irgendwas. Es fängt immer irgendwo, endet das, dann gibt es ein Nadelöhr und dann geht es darum, sind die Leute so vernünftig und halten sich dann dran, was normal ist und was wir ja alle hoffen. Und deshalb, also es ist, ich gehe da auch, ich weiß gar nicht, Patricia, Basti, ihr habt das ja auch schon gesagt, so dieses Unwohlsein im Stadion selbst, glaube ich, wenn man mal da ist und dann ist der Sitzplatz und dann Dings, klar, es ist komisch, es ist seltsam, aber man weiß, ah ja, gut, hier hast du jetzt deinen Spielraum sozusagen, es ist eventuell am Anfang denkt man, wow, so viel Platz hatte ich ja noch nie. Ist ja seltsam, aber von wegen Angst, sich anzustecken, glaube ich, ist dann wahrscheinlich eher, ja, eher eine tatsächlich subjektive Wahrnehmung. Auf der anderen Seite gibt es aber so viele Situationen, denke ich zumindest, so ist zumindest meine Wahrnehmung. Wenn ich hier allein schon zum Zug gehe, da in den Zug einsteige, dann erstmal überhaupt an den Hauptbahnhof muss, dann vom Hauptbahnhof dann runter und so weiter. Ich glaube nicht, dass man das ins kleinste Detail planen kann und sagen kann, hier und dann auch noch, alle halten sich dran. Basti, hast du vorhin was Schönes gesagt. Es gibt ja ganz viele, die sagen, so ein Quatsch, außerdem habe ich jetzt lang genug gewartet, jetzt brauche ich hier mich gar nicht mehr zurückzuhalten. Dann gibt es viele, die auch ja jetzt schon angekündigt haben, oh, ich habe gelesen, man darf im Stadion nichts trinken, dann muss ich ja schon vorher hier mir ordentlich die Hand geben, um überhaupt dann, das kann ja nur an so Situationen dann schief gehen. Und das ist natürlich problematisch. Da ich glaube, das ist für mich momentan noch Respekt. Ich glaube, es kommt halt auch noch hinzu, dass du ja eben nicht nur über all diese Dinge alleine als Verein und dann da frei entscheiden kannst. Du hast ja gerade das Thema Anreise angesprochen. Wenn jetzt natürlich irgendwie jeder individuell da anreist, dann kannst du sagen, so okay, du bist in deinem geschützten Raum und sobald du irgendwie das Stadiongelände betrittst, können wir das irgendwie kontrollieren. Aber du hast ja dann noch dieses Thema öffentlicher Nahverkehr und den kannst du halt einfach nicht kontrollieren. Da hast du keine Möglichkeit. So. Das ist ja der Punkt. Ja, du kannst mehr Züge einmahnen, du kannst mehr frequentieren, du kannst sagen, es dürfen auch, jeder S-Bahn nur 50 Leute, keine auch Ahnung. Wieder schnell bei diesem Kostenthema, weil dann musst du ja dann zum Beispiel dem RMV auch irgendwie dieses Stöckchen hinhalten und sagen, pass auf, wir spielen hier Samstag Fußball, wir wollen da 8000 Leute im Stadion haben, wir brauchen hier mal eben irgendwie, weiß ich nicht, zwischen 12 und 14.30 brauchen wir 5 Sonderzüge, da wird der RMV auch sagen, guck mal, da schreibe ich dir eine Zahl auf den Zettel und wenn du die bezahlst, dann reden wir weiter. Damit machst du ja auch die ganze Wirtschaftlichkeit von dem Thema halt wieder auch so ein Stück weit kaputt. Ja, aber andererseits muss man sagen, dass es ja einen gewissen, also ich habe auch schon volle S-Bahnen gesehen, muss ich sagen. Also wenn ich mit S-Bahn fahre, dass es die gibt, also, unbenommen, aber ich sag mal, wenn du jetzt ein Konzept vorlegst und sagst von wegen, wir regeln auch so irgendwas, musst du dich mit dem Thema irgendwie auseinandersetzen und du kommst zwangsläufig irgendwann an den Punkt, den du nicht regeln kannst. Also es wird schwierig von der Argumentation her, glaube ich. Ja, also ich muss sagen, ich sehe auch für und wieder zu sagen, man kann es probieren. Also ich kann Leute verstehen, die sagen, man kann es probieren, weil es an anderen Stellen auch schon geklappt hat. So, also, ja, klar. So diese, erinnert euch an diese Befürchtung, oh, jetzt ist Ostern, jetzt wird auf jeden Fall wieder ein Ausbruch kommen, kam nicht. Oh, es ist da. Also man muss auch den Leuten ein bisschen Respekt zollen, zu sagen, okay, trotz allen Chaoten, die es auch gab, Vertrauen. Im Großen und Ganzen hat das schon gut geklappt, muss man sagen. Also ja. Ja, wir hatten jetzt hier in Deutschland nicht so einen unfassbaren Ausbruch, dass du sagen kannst, ach du lieber Himmel, wieder alles runterfahren, sondern im Großen und Ganzen haben die Leute sich scheinbar dran gehalten oder wir hatten Glück, keine Ahnung, dass man sagen kann, okay, das ist zumindest was, was man ausprobieren könnte. Und ich kann mir sogar auch vorstellen, dass es klappen könnte, muss ich auch sagen. Also, ja, das kann ist ich so mir dieses Ding. Wir sind halt diejenigen, die in der komfortablen Situation sind, die es dann nicht verantworten müssen. Also, weißt du, wir können jetzt hier sagen, ja, finde ich gut, finde ich schlecht. Wir müssen es nicht verantworten und ich bewundere Leute, die das machen müssen, die sagen können, okay, ich verbiete jetzt den Leuten das, dann sind ein paar Leute sauer, auch die Eintracht wahrscheinlich. Oder ich verbiete es eben nicht und gehe das Risiko ein, dass was schief geht, weil dann kriege ich es auch um die Ohren gehauen. Das ist eine unfassbar schwierige Situation für jeden, der da beteiligt ist, weil es halt eben nicht sicher ist. Ja, aber es kann auch sein, dass da gar nichts passiert. Genau. Du hast gerade eben einen wichtigen Punkt angesprochen. Es kann halt auch passieren und du hattest vorhin auch gesagt, positive Beispiele und ich glaube, das ist jetzt meine Theorie, total ohne jegliche Gewähr und Sicherheit. Ich glaube, dass die DFL, nachdem sie mit ihrem einheitlichen Konzept auch zufrieden sind oder
es gerne sehen, dass es eben diese individuellen Vorstöße gibt, weil eben genau das passieren kann. Es kann funktionieren, dass sich alle dran halten, dass es keine Auswirkungen hat, dass es positive Bilder von Fans im Stadion produziert, dass das alles schön und gut ist und dass die DFL dann damit in diesem, was hatten sie gesagt, Ende Oktober, wenn nochmal neu irgendwie drüber nachgedacht werden kann, mit genau diesen Bildern und genau diesen Argumenten dann dahin gehen kann und sagen kann, liebe Regierung, wir haben nochmal hier geguckt, wir haben unser Konzept jetzt regional verproben können mit irgendwie Zahl bis XY, es hat funktioniert, jetzt lass uns doch nochmal reden. Und dass so solche Sonderregelungen unabhängig von in irgendeinem Bundesland dürfen nur irgendwie eine gewisse Anzahl irgendwie hin, dass du da ja Ausnahmeregeln bekommen kannst, zeigt sich ja jetzt zum Beispiel auch mit diesem jetzt auf UEFA-Ebene, diesem Supercup-Finale da in Budapest, wo es auf einmal Sonderregelungen für Einreise ganz plötzlich innerhalb von 2 Tagen gab. Ja, also ich glaube, wenn du genügend Argumente hast und das kriegst du damit vielleicht, kriegst du auch mehr an übergreifenden Regelungen durch, Theorie. Ja, es ist eine ganz schwierige Situation. Ich glaube, was du gerade verglichen hast, ist halt auch, die UEFA hat das probiert und dann ging das plötzlich. Ich glaube aber, das ist in Deutschland zum Beispiel nochmal schlimmer, weil es natürlich auch berechtigte Argumente gibt zu sagen, okay, warum gehen wir jetzt hier an der Stelle ein Risiko ein und an anderen Stellen nicht? Also es wird diese Diskussion wieder geben, die hatten wir doch schon, als die Bundesliga alleine wieder losging. Also, genau, stimmt. Da gab es ja auch die verschiedenen Szenarien. Da ist es jetzt einigermaßen gut gegangen, muss man sagen. Die Saison wurde zu Ende gebracht, die Champions League wurde zu Ende gebracht, so. Und es hatte ja auch Auswirkungen auf den anderen Sport, der ja dann auch gesagt hat, guck mal, pass auf, bei denen funktioniert das. So, das heißt, du hast natürlich jetzt auch die Möglichkeit und kriegst auch mehr Zuspruch, auch jetzt wiederum vielleicht von anderen Sportarten, die sagen, ja komm, lass die mal probieren. Wenn das bei denen funktioniert, haben wir ja natürlich auch wieder Argumente. Natürlich ist es am Ende dann auch wieder so eine Abwägung, so nach dem Motto, okay, wie viel unnötiges, in Anführungszeichen, Risiko muss hier an der Stelle halt irgendwo sein. Ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass man das jetzt nicht unzufrieden gesehen hat, als Leipzig und Union und Hertha da diese Konzepte lokal eingereicht haben. Nee, weil du hast ja dann auch ein Beispiel, wo du sagen kannst, hier, guck mal, da hat es funktioniert. So, das ist genau. Man muss, ich weiß es ehrlich gesagt, ich muss einfach zugeben, ich weiß es nicht. Ich habe keinen Plan, was und wie viel und überhaupt und keine Ahnung. Also ich bin weiterhin so, dass ich richtig, das muss ich auch mal festhalten. Man probiert sich ja in dieser Situation, das alles zu adaptieren und so für sich das Beste rauszuholen und alle auch im Privaten abzuwägen und so weiter und so weiter. Ehrlich gesagt, fuckt mich das so sehr ab, glaube ich. Wenn ich mal wirklich in mich gucke, wie unfassbar nervig das alles ist, dass die Situation überhaupt so ist, das ist für mich fast nicht zu ertragen. Dass uns hier eine Saison geklaut wird und dass wir hier über so kleinen Pissscheiß, oh, hoffentlich dürfen 8.000 rein oder nicht, oder wir wissen es nicht, anstatt dass wir jetzt hier uns aufregen, dass die Eintracht noch keinen Spieler geholt hat. Oder anstatt, dass ich das Kicker-Sonderheft in- und auswendig kann. Oder anstatt, dass wir planen, wie Dennis und ich uns daran erinnern, dass wir, wenn das Spiel in München 1860 losgeht, dass wir noch uns an alles erinnern, weil damit wir nicht zu viel trinken am Anfang. Dass wir, keine Ahnung, dass wir uns, weiß ich nicht, dass René sagt, ach guck mal, ich komme endlich mal wieder ins Stadion, weil Saisonauftrag gegen Bielefeld ist. Ein anderer gewinnt rein und wir machen danach noch irgendwas. Hätte ich total Bock zu. Mir so sehr das Herz raus. Ja, kann ich vollkommen nachvollziehen. Dass mir auch noch schwerer fällt, solche Diskussionen zu führen, wie wir sie gerade führen. Weil das so, das fühlt sich immer an wie ein Krisengespräch. Du hast es angesprochen, René, dann bei Fußball 2000 im Heimspiel jetzt hier und bei 93 und so weiter und das zieht sich ja schon über Wochen. Das fühlt sich immer an wie ein Krisengespräch und nicht wie ein geil, Alter, wie ein geiles Feedbackgespräch, so, boah, geil. Sondern ständig ist diese dunkle Wolke da, dass eben nicht alles normal ist. Mal gewinnt man sich mehr, mal weniger dran. Aber jetzt hier so eine Eintracht Frankfurt Podcast, Folge 406, was auch eine unfassbare Zahl ist, ehrlich gesagt. Saisonauftakt mit einem geilen Pokal los. Und wir reden so, wie wir gerade reden. Das halte ich nicht aus. Das ist unfassbar, Alter. Ich muss das loswerden. Ja, ist ja alles ab und zu kommt's raus. Vielleicht können wir dann da auch mal generell die Frage diskutieren, wie es uns jetzt mit diesem Thema Saisonauftakt denn da geht. Basti hat ja jetzt schon ausgespeichert, dass er da innerlich mit sich selbst ringt. Dennis, Patricia, wie ist so eure Lage dabei? Schlecht. Also, ich fühle nichts so wirklich. Also, das Ding ist, ich verstehe noch gar nicht, dass eine Saison bevorsteht, dass nächste Woche jetzt am Wochenende schon ein Pokalspiel ist.
nächste Woche Saisonauftakt. Ich kann das überhaupt nicht greifen. Ich kann das auch irgendwie nicht ernst nehmen, dass diese Spiele ernst sind. Also ich denke die ganze Zeit, ja, keine Ahnung, ist halt wieder so ein Testspiel oder Freundschaftsspiel oder was auch immer. Das war das Gleiche schon vor dem Euroleague-Spiel gegen Basel, was dann ja jetzt nachgeholt wurde. Da konnte ich auch nicht, da hat man mir gesagt, das ist jetzt nächsten Donnerstag und ich bin aus allen Wolken gefallen, weil ich irgendwie dieses Zeitgefieber auch nicht schon seit Wochen drauf hin. Ich glaube, das ist das Problem, dass ich nicht vor Augen diesen einen Termin habe, oh, da geht's endlich wieder los mit allem drum und dran, sondern dass ich dem Thema so ein bisschen aus dem Weg gehe, weil das irgendwie mehr traurig macht, als dass es so glücklich macht. Und deswegen, weiß ich nicht, dann kommt halt dieses Spiel und ich werde es auch gucken und wahrscheinlich, wenn ich es, also es wird mich schon reinholen, so bis zu einem gewissen Punkt, aber dann halt nicht zu 100%. Und das ist so das Ding, was so ein bisschen, ja, das dämpft halt alles und deswegen geht es mir nicht gut mit der Situation, würde ich sagen. Ja, Patrizia, nee, kann ich völlig nachvollziehen. Ich muss auch sagen, es holt mich auch noch gar nicht ab. Es ist auch wirklich so, eine unglaublich, es fühlt sich alles an wie eine unglaublich elendig lange Sommerpause. Seit März so ungefähr, mit so ein paar Intermezzos, guckt man mal ein bisschen Fußball, ein bisschen Testspiel oder andere Vereine, es fühlt sich nicht so an wie, oh geil, die Eintracht spielt wieder, jawohl, bald wieder Stadion, schön auswärts mal fahren und so weiter und so fort, das ist, diese Euphorie fehlt mir natürlich auch völlig und Basti, bei dir frage ich es gar nicht, weil wer ja hier jeden Hinz und Kunz gefahren ist, das ist natürlich ja nochmal viel krasser. Trotzdem auch bei mir überhaupt nicht im Alltag drin, obwohl jetzt muss ich sagen, jetzt kommt die kleine Einschränkung. Ich mich wieder darauf freue, einen regelmäßigen Wochenendrhythmus zu haben, wo ich mich vielleicht mal mit meinen Kumpels hinsetzen kann und hoffentlich wir alle auch gemeinschaftlich ein bisschen Fußball mal schauen können und uns entsprechend wieder auch regelmäßig im Podcast darüber austauschen können. Es gehört einfach irgendwie zum Es ist wieder so eine gewisse Normalität, die wieder zurückkommt. Natürlich ohne die Emotionen, die wir alle kennen und ohne das, oh geil, und ohne Stadion ist wirklich hart. Also ich muss wirklich sagen, es fällt mir wirklich schwer und es tut auch jedes Mal wieder weh, wenn man weiß, Mensch, das kann noch ewig dauern, bis man mal wieder zu den guten alten Zeiten zurückkommt. Auf der anderen Seite, erster Schritt wieder, man hat mal wieder was, man kann sich mal wieder austauschen und wie gesagt, vielleicht, und um wieder zur Saison zurückzukommen, vielleicht haben wir am Samstag ein richtig geiles Spiel, was wir sehen und am nächsten Dienstag können wir uns dann wunderbar darüber unterhalten und dann sind wir vielleicht schon den nächsten Schritt in der Normalität. Ich bin natürlich nicht angefixt, aber ich freue mich trotzdem irgendwie drauf, wieder einen gewissen Rhythmus reinzubekommen. Das ist das Einzige, was mich ein bisschen am Leben hält, ist dieses, jedes Spiel, was du überstehst und wie Patrizia schon gesagt hat, so zumindest eine Teilemotion entwickeln kannst, bringt dich ja auch einen Schritt näher zu dem Spiel, wo es wieder normal sein wird. Also du hast das Gefühl, du hast so ein Stück Arbeit geschafft. Also wir können ja alle zusammen mal uns auf die Schulter klopfen, dass wir es jetzt zumindest schon mal in den Sommer geschafft haben. Also das Teil haben wir auch schon überstanden. Das zieht sich jetzt halt ein bisschen und vielleicht das Jahr geht schnell zu Ende, dann ist ein neues Jahr, wer weiß, was nächsten Sommer ist. Vielleicht ist ja dann... Also weiß, was nächsten Sommer ist? Oh. Ja, Ahnung, Alter. Ja, ich weiß es nicht. Weißt du? Sag's mir. Nee, weiß ich nicht, aber dieser Satz war gerade eben irgendwie so, ja, Sommer und dann Jahr zu Ende mal, wer weiß, was nächsten Sommer ist. Das sind ja irgendwie 11, 12 Monate. Da haben wir doch schon mal einen Sendungstitel, der die Leute sehr, sehr hier reinziehen wird. Ja, wer weiß, was nächstes nochmal ist. Ja, also ich muss sagen, ich tue mich da noch ein bisschen schwer mit dieser ganzen Thematik. Auf der einen Seite, und ich muss direkt dazu sagen, für mich fühlt es sich noch nicht nach Normalität an. Ich kann mir das auch irgendwie noch nicht so richtig vorstellen. Auf der einen Seite freue ich mich, dass wieder Fußball kommt, weil ich einfach Fußball unwahrscheinlich gerne sehe. Aber auf der anderen Seite, und da habe ich immer Basti so ein Stück weit in meinem Kopf, du hast ja irgendwann mal gesagt, so nach dem Motto, du hast nur eine begrenzte Kapazität an Emotionen, die du irgendwie aufbringen kannst. Und wenn ich dann denke, am Wochenende spielt die Eintracht und ich muss für so ein Spiel Emotionen aufbringen und sage ich einfach, nee Leute, so weit bin ich noch nicht. Ich freue mich drauf, dass Fußball kommt, aber jetzt emotional in so ein Ding reingehen, da bin ich noch meilenweit entfernt gerade von. Vielleicht bin ich auch gerade wieder jetzt irgendwie in so einem Loch drin. Aber das kommt ja dazu. Das ist ja genau dieses Ding. Der eine, wir haben es bei 93 haben wir es auch beobachtet. Wir haben ja den Sommer auch durchgesendet, so, obwohl kein Fußball war und so weiter. Das hat sich jede Woche geändert. Da war der eine mal wieder gut drauf, der andere war wieder schlecht drauf. So, das ist ja auch so ein Wellental,
dass, wie Dennis es beschrieben hat, wenn du mit deinen Kumpels guckst, dann färbt es natürlich auf dich ab. Der eine hat keinen Bock, der andere hat Bock, der andere. Also das ist ja Wahnsinn, was für Variablen plötzlich hier reinkommen. Dass du das Gefühl hast, die Eintracht spielt am Wochenende. Ich bin mal gespannt, wie viel von meinem Umfeld, keine Ahnung, 20 Leute, wie viel davon überhaupt richtig Bock auf dieses Spiel haben und gehöre ich dazu oder nicht. So, also das ist ja Wahnsinn, weil ich das bei den Geisterspielen, die jetzt schon waren, gemerkt habe. Bei Bremen war ich wirklich hyped. So, das hat sich für mich ganz kurz so angefühlt, als wäre das einfach ein Spiel, wo ich halt irgendwie nicht hinfahren kann, weil ich keine Zeit habe. Ja. Aber ich raste am Fernseher aus. Und dann gab es Spiele wie zu Hause gegen Gladbach. Natürlich haben wir das auch verloren, aber wo man halt da vom Fernseher saß und dachte, ja, gucken wir mal. So, weiß ich nicht. Und dann, als der Klassenerhalt geschafft war, habe ich gemerkt, okay, das war das, was mich da reingezogen hat. So, also dann, das Spiel gegen Paderborn war mir so unglaublich egal. Ja. Ja. Das kann ich gar nicht in Worte fassen, wann das letzte Mal mir ein anderes Spiel so egal war. Ja, kann ich vollkommen nachvollziehen. Und ich meine, gut, jetzt haben wir die Situation, dass ja am Wochenende noch Pokal ist, wo du ja eigentlich auch sagen wirst, das ist ja so ein klassisches Do-or-Die-Spiel. Und trotzdem komme ich irgendwie noch nicht emotional da irgendwie rein. Das muss man auch dazu sagen, wir haben heute Mittwoch bis Samstag, sind ja noch 3-4 Tage. Da kann natürlich auch nochmal irgendwie viel passieren, aber es ist schon, glaube ich, individuell sehr unterschiedlich und auch sehr, sehr schwierig. Ja, ich habe auch so das Gefühl, es ist so ein bisschen, das wird mich reinziehen, wenn ich es einschalte und mich so drauf einlasse und dann sehe ich halt einfach das Spiel an sich, was ja dann auch seine spannenden Momente oder halt nicht spannenden Momente, aber halt auf jeden Fall seine Momente mitbringt. Dann könnte ich mir vorstellen, dass ich sogar so reinkomme, für die 90 Minuten zumindest. Was dazwischen dann für Tiefs kommen, weiß ich nicht. Aber es ist halt immer dieses Ding, dass man diesen Faktor hat, dass einem ja das Schicksal seines Vereins nicht egal ist. Und ich glaube, das ist das Einzige, was einen dann noch so trotzdem ein bisschen reinzieht, weil, wie Basti auch gesagt hat, wenn es dann um Klassenerhalt geht oder um bestimmte Etappen, die du halt erreichen willst mit dem Verein, dann zieht es dich rein, wenn es dann irgendwelche Spiele sind, mitten in der Saison gegen, keine Ahnung, irgendeinen relativ unwichtigen Gegner. Das sind dann wahrscheinlich auch die Spiele, die einen einfach nicht so catchen werden, wie wenn man in einer ganz normalen Saison drin ist, wo es halt, ja, weil selbst da hat man ja seine Tiefen und denkt sich, ja, das Spiel ist jetzt, naja, aber trotzdem ist es auf einem viel höheren Niveau spannend als ja, jetzt in dieser Corona-Zeit, da werden halt schon ein paar Spiele drin sein, die wahrscheinlich einfach gar nicht abholen werden. Zumindest, ja, denke ich das so. Mal sehen. Noch weniger abholen, als sie sonst vielleicht sogar schon getan hätten. Ja, genau. Ja, das kommt natürlich ja dann noch hinzu, dass du dann irgendwie so Larifari-Begegnung irgendwie hast, wo du ja dich eigentlich nochmal doppelt schwer motivieren kannst nur. Ja, erst recht keinen Bock drauf, großartig. Ich buddel mich gerade immer weiter in dieses Loch rein, hervorragend. Also echt, ja, echt super. Schwierig. Echt, echt schwierig. Ja, einzige Hoffnung tatsächlich hier wöchentlich über die kleinen Gesprächsrunden, die wir hier haben, uns vielleicht so ein bisschen stimmungsmäßig hochzuhalten und vielleicht auch die Hörerinnen und Hörer hier so ein bisschen stimmungsmäßig hochzuhalten. Es wird auf jeden Fall interessant. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Faktor, muss man sagen. Weil wir überlegt, wie gut das immer getan hat, auch wenn die Eintracht irgendwie im Abschiedskampf war, dann wussten wir haben am Dienstag Sendung, da können wir uns auskotzen oder freuen oder dies oder das. Am Ende ist dieses auch ein Projekt für den Eintracht-Podcast. Zu denken, wir begleiten einfach mal dieses Jahr und wir gucken mal, was das mit uns persönlich auch macht. Unabhängig vom Sportlichen. Sondern wie wird sich das anfühlen, diese Saison zu begleiten? Für uns persönlich, für jeden Einzelnen, wie empfindet er das, wie empfindet Patrizia das, wie empfinden wir alle das? Das ist zumindest interessant, ohne das jetzt zu werten. Also das ist auch ein interessantes Projekt für uns, finde ich, weil stimmt. Man das halt auch nicht weiß. Du weißt das ja sowieso nicht, weil es immer darauf ankommt, ob die andere verliert oder nicht spielt oder gewinnt. Aber jetzt kommt ja nochmal dieser Faktor dazu. Irgendwann wird der erste von uns im Stadion gewesen sein. Das sind alles so Sachen, das hilft mir ein bisschen zu denken, okay, das ist auch ein Projekt. So. Also es ist ein Projekt, was auch endlich ist, um zu gucken, wir begleiten das jetzt auf unsere Reise. Und bin selber gespannt, weil wir es ja jetzt noch überhaupt nicht wissen. Also wenn wir mal irgendwann, und Marvin und ich haben ja mal irgendwie so ein Video gemacht in seinem Coworking-Space vor ein paar Jahren, wo wir den Hashtag X etabliert haben, wo wir gesagt haben, Eintracht kann Sechster oder 16. werden. Hm.
wenn es ein Hashtag X jemals wirklich wert war, zu sagen, dass wir es nicht wissen, weil es eine Variable ist, dann diese Saison. Ja. Weil wir ja schon gesagt haben, wir verlieren sogar einen Überblick über die Variablen. Und da haben wir noch nicht mehr über die einzelnen Variablen besprochen, was die bewirken können. Also das ist so komplex, finde ich, dass wir zumindest sagen können, okay, Leute, alle Zuhörer da draußen, probieren das alle irgendwie mal durchzustehen und begleiten euch da auch mit ein Stück und ihr uns und so weiter. Ja. Das ist das Einzige, was mich ein bisschen wieder positiv stimmt, zu denken, okay, das ist zumindest eine interessante Sache. Das ist in der Tat ein guter Punkt. Ich glaube, das bietet für uns und auch tatsächlich für die Hörerinnen und Hörer wirklich so ein Stück Zusammenhalt. Und da können wir uns auch gegenseitig so ein bisschen durch diese Saison helfen. Dafür sind wir ja dann auch alle da. Es ist auch irgendwas zwischen soziales Experiment und Selbsthilfegruppe irgendwie. Genau. Ja, genau. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie Alkohol und Geld hier reinbringen und dann ist doch alles fein. Dann passt's. Ja, also falls irgendwelche Psychologiestudenten gerne eine Doktorarbeit über uns schreiben wollen, Kontaktdaten stehen auf der Webseite. Ja, so, wollen wir dann ein bisschen auf das Thema Pokal am Wochenende mal schauen, der da so kommt? Wir spielen Samstag 15:30 gegen 1860 in Grünwalder Stadion Dingsbums da. Siehst du, ich weiß schon gar nicht mehr, wie Stadion heißt, da weiß ich immer schon. Eigentlich ja ein geiles Spiel, jetzt kommen wir schon wieder, so, muss ich schon wieder versuchen, dass ich nicht in diese Depri-Phase reinkomme, weil eigentlich wäre das halt ja so richtig geil, du hast es ja vorhin angedeutet, etwas, wo du sagst, von wegen geiles Auswärtsziel, geiler Gegner, hast du eigentlich richtig Bock. Wir haben lange nicht mehr gegen die im Pokal gespielt. Das letzte Mal war 2006, wo du auch sagst, ey, hast du richtig Lust? Und dann jetzt in diesen Umständen. Und sogar noch ein Gegner, wo du sagen kannst, ey, da geht auch noch was. Ich meine, die hatten ja auch so ein bisschen Glück, dass sie da durchgekommen sind, weil ja, ja, war ja die ganze Zeit noch offen wegen Entscheidung im bayerischen Pokal. Und die sind ja, haben ja gegen Würzburg gespielt, die ja dann aufgestiegen sind, weswegen die da reingerutscht sind. Also eigentlich echt eine geile Konstellation und irgendwie, ja, schwierig. Aber rechnen wir uns denn da Chancen aus schon, oder? So auch erstes Spiel, 1860, Pokal gegen die Eintracht, wir haben den Kader noch zusammen. Sollte doch eigentlich durchlaufen, oder? Was meint ihr? Ja, wäre ja schlimm, wenn man sich keine Chance ausrechnen würde gegen, ist ja Drittligist und ist so, sind die im Mittelfeld gelandet? Auf jeden Fall, die waren im Aufstiegsrennen, sind dann irgendwie abgestürzt. Die sind abgerutscht dann, ja. Also wenn man mal einfach nur, ja, jetzt mal ohne alle Komponenten das betrachtet, dann ist das ja eigentlich schon ein Pflichtsieg wenn, für einen Erstligisten. Ist aber praktisch ja auch schon so gewesen, dass man gegen Ulm rausgeflogen ist in der ersten Runde. Also ja, also klar rechnet man sich Chancen aus. Man hat halt immer noch diese Restangst, dass es irgendwie doch wieder schief geht. Aber ja, Chancen sind da. Also wäre schlimm, wenn nicht. Ja, 1860 ist am Ende Achter in der dritten Liga geworden. Ja. Ja, ganz schwierig einzuschätzen. Ohne, wie René es gesagt hat, jetzt darüber nachzudenken, oh geil, wie viele Auswärtsfans werden da und bla bla bla. Man kann sich halt auch mit der Situation mal komplett arrangieren und sagen, ja gut, 60 hat halt auch keine Fans da. Also so, also 60 wäre halt ein Verein gewesen, der hätte uns gefährlich werden können, auch durch den Faktor Zuschauer dort dann. Also, dass sich da irgendwie das Spiel verselbstständigt. Das fällt jetzt halt auch weg. Das ist in dem Fall ein Vorteil für uns, glaube ich. Weil das dann rein auf dieses Spiel ankommt und da muss die Eintracht besser sein. Also, wenn die Eintracht nicht besser als 1860 ist, haben wir ganz andere Probleme als in der ersten Runde Pokal. Das heißt, dieser Faktor Verselbstständigung kann hier schon mal durch die Zuschauer vielleicht so ein bisschen sehr unwahrscheinlicher werden zumindest. Ich glaube, wenn die Eintracht das konzentriert angeht, dann gewinnt die Eintracht das irgendwie. Ich habe irgendwie so ein Spiel im Kopf, wie wir es auf St. Pauli hatten. Grottenschlechter Kick, aber du gewinnst halt irgendwie 2-0. Fertig. Das könnte ich mir auch gut vorstellen, ja. Gehe ich voll mit dir, Basti. Und auch Patrizia, das Problem ist natürlich hier an der Stelle, wir können alle nicht reinschauen. Es war ja so ein bisschen, zumindest hatte ich auch drauf gehofft, dass wir jetzt am letzten Wochenende nochmal sehen, wie ist eigentlich der aktuelle Stand, wie sieht die Mannschaft so aus, dann ist sie ausgefallen
ist natürlich an der Stelle noch schwieriger, jetzt eine Einschätzung zu machen. Sicherlich wird viel an Automatismen geübt. Das ist ja immer der große Vorteil auch, dass es doch sehr nah am Bundesliga-Start jetzt schon ist. Denke auch, dass wir gegen 1860 da allein von der Qualität im Kader locker gewinnen müssten. Aber, und das ist auch, was ich immer noch im Hinterkopf habe, Patrizia, deshalb gut, dass du es nochmal gesagt hast, Ulm war natürlich ein böses Vorzeichen oder ein böses böses Symbol, sage ich jetzt mal. Und das hoffe ich auch, dass das natürlich hier den Spielern nochmal vor der Partie ins Gedächtnis gerufen wird. Und dann sollte auch jeder motiviert genug sein, um da ordentliche Leistung abzubringen. Deshalb, also ich mache mir jetzt keine Gedanken. Ich denke auch, dass eher eher nicht so attraktiver Kick sein wird, an dem wir hoffentlich am Ende als Sieger natürlich vom Platz gehen. Ja. Ja. Ich weiß gerade nicht so richtig, was ich da sagen soll. Die haben gegen Würzburg dann auch erst im Elfmeterschießen gewonnen gehabt, ne? So habe ich das gelesen, ja. Ich habe das Spiel nicht live verfolgt, aber ich meine, mich an sowas erinnern zu können. Ich hatte tatsächlich am Ende mehr, jetzt weniger dieses Pokalspiel von denen im Kopf, sondern ich erinnere, was ich so eher im Kopf habe, ist dieser Post, den hier der, wie heißt der, Ismaik, nach dem Gewinn der Meisterschaft oder nach dem Gewinn des Trippels der Bayern irgendwie gepostet hat, wo er geschrieben hat, liebe 1816-Fans, wir müssen alle mehr werden wie der FC Bayern, dann haben wir einen, können wir doch ganz groß werden, wo ich mir gedacht habe, ja, du hast es auch nicht verstanden, mein Freund. Das ist mir mehr im Gedächtnis geblieben tatsächlich als das Pokalspiel. Aber ich meine, sie hätten im Elfmeterschießen tatsächlich erst gewonnen. Ich versuche das gerade rauszukriegen. Haben die überhaupt gegeneinander gespielt? War das nicht Aschaffenburg gegen Würzburg? Ich blicke gar nicht durch, gerade. Ich glaube, es war 1860 gegen Kickers. Und ich meine, die hatten in der regulären Zeit unentschieden und haben dann jetzt in der Elfmeterschießen gegangen. Aber gut, spielt ja keine Rolle. Ich meine nur, im Endeffekt ist ja jetzt auch keine überragende Mannschaft, wo man sagt, ihr habt schon gesagt, die Runde, hätten jetzt die Runde dominiert und der Kader wäre jetzt noch ordentlich aufgebläht worden. Ja, das ist im Endeffekt was, mache ich mir jetzt im Moment nicht so wirklich Sorgen, dass wir hier gegen einen totalen Übergegner auf dem Platz stehen. Wir müssen einfach das runterspielen. Und Basti, da hast du vorhin schon das Richtige gesagt. Wenn es tatsächlich so sein sollte, dass wir hier mit Pauken und Trompeten untergehen sollten, dann haben wir aber eine tolle Saison vor uns. Also ja. Das wäre dann wirklich nicht mehr so toll. Also da wäre das Pokal aus dann noch das Kleinste. Also ich habe es gefunden, sie haben am Ende 4-1 im Elfmeterschießen gegen die Kickers gewonnen. Die Kickers haben in der 58. Minute das 0-1 geschossen. Würzburg hat dann ganz spät, nämlich in der 90. Minute, ausgeglichen zum 1-1 und haben es dann bis ins Elfmeterschießen geschafft, wo sie dann 4-1 gewonnen haben. Was war mit Aschaffenburg? Das war eine Runde vorher. Das war eine Runde vorher, meine ich. Okay. Da war ja irgendwie dieser Punkt, dass wir ja theoretisch auch noch hätten, irgendwie, wenn es ganz blöd läuft, gegen Aschaffenburg in der ersten Runde im DFB-Pokal spielen können, was ja von so einer Auswärtsfahrtsthematik noch viel, viel besser hätten werden können. Aschaffenburg hatte 5-1 gegen die Kickers verloren. Das war in der Runde. Das wird auch nochmal so eine Sache reden, dass plötzlich diese Saison die Spiele unter komplett verschiedenen Vorzeichen stattfinden werden. Wie du es gesagt hast, da freust du dich wahrscheinlich eher über den Pokalus, wo du eh nicht hingefahren wärst, anstatt auf Pokalus, wo du Bock drauf hast. Also, ja, das klar. Ist sehr, sehr merkwürdig. Ich meine, 1860 ist jetzt zwar immer noch traurig, wenn du nicht hin kannst, aber wenn da halt jetzt wirklich mal, das hatten wir ja vor 2-3 Wochen, als wir noch so ein bisschen am Überlegen waren, wenn es halt wirklich Aschaffenburg gewesen wäre, wenn du halt gesagt hättest, du hättest irgendwie mit Pauken und Trompeten halt einfach hinlaufen können, ja, quasi vom eigenen Stadion in der großen Wanderung dahin mit irgendwie, das wäre ja nochmal eine ganz andere Nummer gewesen. Da bist du ja schon fast froh, dass du jetzt sagst, von wegen, naja, okay, München, 5 Stunden Autofahrt, ist natürlich dann, wie du schon sagst, nochmal eine ganz andere Nummer, wenn es jetzt irgendwie, weiß ich nicht, der Dosenverein aus dem Osten oder irgendwas ist. Ja. Naja, aber ich glaube, wir haben es gut zusammengefasst. Ja, da soll da hinfahren, 2-0 gewinnen und schauen. Ja,
Also so sieht's aus, genau. Genau. Großen Fußball erwarten wir da alle nicht. Der Sieg muss am Ende auf dem Papier stehen. Allein schon vom, um auch vernünftig in die Saison reinzukommen. Ja, dann eine Woche später, damit wir dann auch nächste Woche hoch motiviert über den Bundesliga-Auftakt gegen Bielefeld sprechen können. Allein für uns braucht es das schon. Also von daher bitte anstrengen. Yes. Sehr gut. So, dann lass uns mal noch auf die anderen Themen gucken, bevor dem Basti gleich der Arm abfällt. Der ist nämlich hier heute wieder übers Handy unterwegs, weil ansonsten Internetleitungen schon für die ganzen anderen Sendungen der Woche aufgebraucht worden sind. Ja, transfertechnisch, Transferfenster ist noch lang. Trotzdem tauchen jetzt so ein bisschen Gerüchte auf. Ihr müsst mir jetzt mal gleich aussprachetechnisch so ein bisschen helfen. Hier der Herr Rustic, spricht man den so aus? Ich weiß es nicht. Oh je, ja. Aktuell ja beim FC Groningen unter Vertrag, ein Mann für die rechte Außenbahn. Ja, also ich fasse es ja schon fast gar nicht mehr, dass wir tatsächlich über jemanden sprechen, der auf der rechten Außenbahn spielen kann. Ich habe eigentlich gedacht, nach der letzten Saison, das Thema wäre für immer und ewig durch. Wir würden dann nie wieder drüber sprechen. Aber tatsächlich könnte es sein, dass ein Mann für die rechte Außenbahn, also quasi ein Gegenstück zum Herrn Kostic auf links kommen könnte. Wenn da nicht auch gleichzeitig der FC aus Köln irgendwie noch auf die Idee gekommen wäre, ach ja, der klingt eigentlich gut, wir werfen da auch nochmal unseren Hut in den Ring. Was haltet oder würdet ihr von dieser Verpflichtung halten, Dennis? Auch prinzipiell glaube ich ein interessanter Spieler. Gerade, du hast es schon richtig gesagt, für die rechte Seite ist schon, könnte man schon noch jemanden gebrauchen, der ein bisschen Akzente setzen kann. Die Frage ist, die kolportierten 2 Millionen Euro sind mir anscheinend beide, sowohl Köln als auch wir, nicht bereit zu bezahlen. Bin ich einfach gespannt, ob es wirklich zu einem Deal am Ende kommt. Ja, muss man schauen. Also prinzipiell Verpflichtungen, die uns ein bisschen mehr Variabilität und ein bisschen mehr Durchzugskraft, dass auch die Kostic-Seite ein bisschen entspannter, nicht mehr nur noch über Kostic sozusagen die Wege laufen. Ja, gerne. Also ich kann zu dem Spieler selbst, muss ich sagen, kann ich nicht viel beitragen. Was ich bis jetzt gelesen habe, klang zumindest ganz interessant. Patricia, was hast du denn da für eine Meinung? Ja, ähnlich. Also es ist ja so ein Transfer, also zumindest für mich. Ich verfolge jetzt die holländische Liga nicht so genau, muss man sagen. Jedenfalls ist es für mich ja genau so ein Transfer, den ich immer gefordert habe. So, du gehst ein bisschen unvoreingenommen ran, ist spannend. Ich finde auch, das Alter ist 24 jetzt, glaube ich. Korrekt. Recht genau. Spannend, weil es eben, also er ist noch jung, aber auch so, ja, zurechtfinden und entwickeln und so, sondern er ist jetzt schon in einem Alter, wo man sagt, komm, du kannst den nächsten Schritt gehen und auch irgendwie vielleicht sofort einsetzbar sein. Also er hat schon gewisse Erfahrungen gesammelt, finde ich auch ganz gut, deswegen bin ich da recht offen. Finde ich, ja, schön, dass die Eintracht sich der rechten Position da im offensiven Mittelfeld mal annimmt. Und ja, finde ich bisher recht spannend. Ich habe es mir jetzt auch verkniffen, YouTube-Videos zu gucken, weil da sieht jeder Spieler immer aus, als wäre er, weiß ich nicht, der nächste Cristiano Ronaldo. Und ja, deswegen lohnt sich das, glaube ich, nicht so sehr. Ja, ihr habt es gut zusammengefasst. Ich finde, unter der Berücksichtigung, die wir trotzdem immer machen müssen, dass jetzt Corona ist und die Eintracht wirklich auch finanzielle Engpässe geraten ist, mit Sicherheit, bin ich froh, dass überhaupt irgendjemand im Gespräch ist, weil ich davon ausgegangen bin, es kommt vielleicht gar keiner. Also, und da hat man zumindest gesagt, gut, wir haben diese Lücke gesehen, die wir irgendwie schon seit, weiß ich nicht, gefühlt 1-2 Jahren besprechen, zu sagen, irgendwie kann man sich da nicht nur auf den überperformenden Danny da Costa verlassen. Und irgendwie brauchen wir auch mal richtige Außenbahnspieler, um vielleicht ab und zu Viererkette zu probieren zumindest. Ja, und wenn er dann eine Alternative ist, dann bin ich der Letzte, der sich beschwert. Das ist jetzt nicht der Burner-Transfer, der mich anzündet, aber es ist einer, der auch kein Risiko darstellt, weil du nicht viel Geld investierst. Also, ich kann sagen, also es ist, glaube ich, auch ein sehr überschaubares Risiko an der Stelle. Eben, das heißt, du wirst auf jeden Fall andere Erwartungen an ihn haben als an So oder Core zum Beispiel, die irgendwie 10 Millionen Euro gekostet haben. Das heißt, er selber kann da auch befreit aufspielen und gucken, ja, wie er sich zurechtfindet und was Patricia gesagt hat, der ist jetzt in dem Alter, okay,
wir hatten letztens in der WhatsApp-Gruppe, liebe Grüße an Herrn Lossner, hatten wir die Diskussion, ist das überhaupt noch ein Talent oder nicht? Und wenn man ihm zugesteht, zu sagen, er ist noch ein Talent, dann ist es jetzt aber in der Zeit, diese Stufe zu verlassen. Also die kann er dann quasi mal einfach verlassen, weil mit 24 bist du ja heutzutage eigentlich auch kein Talent mehr, sondern da solltest du auf jeden Fall schon irgendwelche Skills haben. Die kannst du natürlich noch ausbauen, muss sich an die deutsche Liga gewöhnen. Aber meine Güte, besser als gar keinen da zu holen. Natürlich ist es so, dass ich ein bisschen, er ist für mich so ein bisschen symbolisch, dass ich traurig bin, weil es mir halt wieder zeigt und durch so, wenn du über so einen Transfer redest, das zeigt natürlich, dass wir diese Entwicklung, die wir uns alle für diesen Sommer erhofft hätten, zu sagen, okay, die Eintracht hat jetzt nach der Büffelherden-Saison eine solide Saison gespielt, hat die Schwachstellen gesehen und will die jetzt qualitativ hochwertig, vielleicht mit sehr kreativen Transfers begleichen. Ich weiß nicht, ob er, wenn Corona nicht gewesen wäre, auch ob er auf unserer Liste überhaupt stehen würde, da bin ich mir nicht sicher. Aber für die Situation, in der wir uns gerade befinden, ist das schon okay. Also muss man schon so sehen. Und ja, die Konkurrenz aus Köln, muss ich sagen, wenn er lieber nach Köln wechselt, dann will ich ihn auch nicht haben. So, fertig. Hast du da mit Axel schon drüber gesprochen? Nee, aber es ist so, Marvin und ich hatten mal darüber gesprochen, dass wenn er denkt, okay, in Köln ist die Konkurrenz nicht so groß, da ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass er spielen kann. Wenn er so denkt, dann soll er es machen. Also dann will ich ihn auch hier nicht haben. Ja gut, wobei die Konkurrenz gerade auf der rechten Außenposition jetzt bei uns auch nicht so wahnsinnig groß ist. Ja. Also. Ja, ja gut, aber schauen wir mal. Es ist natürlich eine berechtigte Frage, wie viel Talent ist er tatsächlich mit 24 noch? Aber ich glaube, da bist du immer noch jung genug, um in zwei Jahren nochmal einen ordentlichen Entwicklungsschritt zu machen. Ja. Und dass der FC Groningen durchaus jetzt ja auch mit dem ein oder anderen in den letzten, sagen wir mal, 10, 15 Jahren mit dem ein oder anderen Spieler irgendwie aufgewartet ist, der nachher dann auch zu was geworden ist, muss man ja auch dazu sagen. Also die sind ja auch nicht total unfähig, was so Spieler angeht, die mal bei denen waren. Wenn man mal so auf die Liste guckt, wer da alles mal gekickt hat. Ja. Wie gesagt, es ist kein Transfer, wo du irgendwie negativ drüber reden solltest, weil meine Güte, was soll passieren? Genau. Also im schlimmsten Falle passt er halt nicht, aber dann ist, wie gesagt, das Risiko sehr überschaubar. Und also, im besten Fall wird er genauso eine Rakete wie Kostic und dann sind wir sowieso unaufhaltsam. Ja. Kann man ja gut mitarbeiten. Ich wusste gar nicht, dass Virgil van Dijk auch mal da gespielt hat. So. Das wusste ich auch nicht, ja. Tauchen einige Namen auf, wenn man mal die Liste durchguckt. Kostic war da, Suarez war da, Robben wusste man, Tadic wusste ich auch, Virgil van Dijk. Also da sind schon der ein oder andere Name hier auf der Liste drauf. Ja gut, dann einigen wir uns darauf. Wenn er nur halb so gut wird wie einer von denen, dann bin ich zufrieden. Dann ist, glaube ich, die anderthalb oder zwei Millionen, was man da irgendwie am Ende zahlt, ist, glaube ich, dann gut investiertes Geld. Damit können wir, glaube ich, alle ganz gut leben. Schauen wir mal. Ja, und dann ist ja auch noch Thema Abgänge. Wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, dass vielleicht der ein oder andere Spieler auch den Kader noch verlassen sollte, müsste, könnte, dürfte. Und es scheint jetzt so zu sein, als wenn der Herr Fallett wohl eine neue Heimat gefunden haben könnte und es könnte ihn in Richtung Hannover ziehen. Ja, ist richtig. Ich bin etwas überrascht, dass er tatsächlich dort als neuer Abwehrchef sogar fungieren soll. Ja, im Endeffekt wurde das, ich habe das heute, jetzt sind auf zwei oder drei Seiten jetzt schon gelesen gehabt, dass da relativ großes Interesse ist. Was natürlich wieder etwas nervig ist, ist, dass es über eine Leihe mit Kaufoption laufen soll. Das ist in der Tat so ein bisschen blöd, da haben wir ja schon. Das heißt, er müsste erstmal bei uns, er hat ja nur noch Vertrag bis Ende, also jetzt 21 dann, also ein Jahr noch. Das heißt, wenn wir ihn verleihen wollen, müsste man erst die, genau. Ja. Und dann nur mit Kaufoption und wenn die nicht gezogen wird, dann hast du Fayette doch noch länger. Er scheint ja bei uns keine Rolle mehr zu spielen, das müsste ja ganz klar in diesen ganzen News, finde ich zumindest, muss er das ganz klar dann so abhaken, okay, er scheint bei uns jetzt keine Rolle mehr zu spielen, sonst wird es ja diese ganzen Spielchen nicht machen. Ob das natürlich dann hier so ein Konstrukt was bringt, muss man schauen, ne? Also ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Situation für uns jetzt, was uns wirklich
ja, ich sag mal, gut, der Spieler ist runter von der Liste, jetzt kurzfristig zumindest. Übernehmen die dann wirklich auch die Kosten vollständig oder hängen wir dann noch auf Kosten drauf und sparen nur einen Teil des Gehalts? Das ist ja immer die Frage, wie ist dann auch so eine Laie ausgemacht? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Das ist, glaube ich, ja dann auch schwierig, wie du schon sagst, man muss den Vertrag mit ihm ja auch nochmal verlängern und dann ist ja auch die Frage, zu welchen Konditionen lässt er das dann da hinten dran zu? Also ist ja auch die Frage, genau, wie viel Risiko gehst du dann da an? Sagt er, ja komm, mach nochmal irgendwie ein Jahr und es bleibt irgendwie das gleiche Geld? Oder sagt er halt, ich bin jetzt 28, wer weiß, vielleicht ist es der letzte Profivertrag, den ich hier nochmal irgendwie kassiere, mach mal 4 Jahre und mach mal doppeltes Gehalt oder so. Also jetzt mal, ja, zwar gut, auch okay, das wär utopisch, aber trotzdem ist ja die Frage, wie viel, ja, Risiko, klar, gehst du dann am Ende da ein, gerade wenn du, wie du ja auch sagst, wenn so eine Kaufoption. Und da Hannover ja ist halt steht, jetzt auch nicht der Bombenclub, ne? Also auch finanziell weiß ich nicht, wie es da, ja, jetzt momentan, ich mein, aussieht. Hannover total auch unberechenbar. Du weißt ja auch nicht, was für, mit welcher Laune der Herr Kind da morgens irgendwie aufsteht, was dann da irgendwie passiert. Ja? Wie gesagt, ja, ist ja auch nur ein Gerücht. Mal schauen. Für ihn würde es mich freuen, muss ich sagen. Ich mag den sehr. Und ich glaube schon, ich weiß nicht, warum dich das überrascht, Dennis, dass er da Abwehrchef sein soll. Siehst du da bessere Verteidiger? Also, nee. Also als Fayette generell selbst, für, ich weiß nicht, Fayette ist halt für mich ein klassischer Beispieler, der, aber für mich kein Leader in dem Sinne für eine Innenverteidigung, aber gut, wenn das. Kommt, glaube ich, auch immer so ein bisschen auf den Konstrukt an. Also ich glaube, ich würde mich schon, ich bin da bei Basti, ich würde mich freuen, wenn er einen Verein findet, wo er einfach, klar, mehr, logisch, Einsatzzeiten, ja, hat, wo er sich, ja, da jetzt nochmal ein Stück weit präsentieren kann, weil er ist ja kein schlechter Typ und er ist ja jetzt auch keine absolute Niete in der Abwehr. Er ist vielleicht nicht so der konstanteste Spieler, aber wie Basti schon so richtig sagt, da gibt es jetzt in Hannover auch nicht die ultimativen, nee, Abwehrleute. Ja, klar, logisch. Ja? Also ich glaube schon, dass ihm das, für ihn wäre das gut, er könnte da schon, der ist auf jeden Fall ein guter Typ. Ich glaube, so ein Spieler, ich fände es sogar fast schade, wenn wir ihn verlieren für die Kabine. Ja, das, weil er auf jeden Fall für gute Stimmung sorgen kann. Er hat sich nichts zu Schulden kommen lassen. Der ist natürlich auch ein bisschen begrenzt in seinen Möglichkeiten, aber also für mich hätte keine Bauchschmerzen, wenn er hier als Innenverteidiger Nummer 4 immer noch da wäre. Das, falls mal, wenn irgendwas ist, dass du ihn hast. So, also weiß nicht genau, was er verdient, Punkt, aber ja. Also Marco Russ ist ja auch immer so ein Kandidat gewesen. Wenn viele Verletzte sind, dann hat er halt mal gespielt und dann für ein paar Spiele ging es gut. Ehrlich gesagt hätte ich ihn als Russ-Ersatz gesehen. Zu denken, okay, wenn mal irgendwie Not am Mann ist, bist du noch da, weil du halt auch ein geiler Typ bist. So. Und in der Rolle hat er ja auch des Öfteren schon funktioniert. Ja. Genau, muss man sagen. Der hat sogar Europapokal so in der Rolle gespielt. Die Frage ist halt, wenn er mehr spielen will, darfst du ihm da keine Steine in den Weg legen, muss gucken, dass du trotzdem Ersatz findest. Und das ist eine Position, muss ich sagen, die mir ein bisschen zu kurz kommt, so die Innenverteidigung. Wer ist jetzt unsere Innenverteidigung? Also Abraham Hinteregger, klar, aber dann Ndicka, so. Wer ist die Nummer 4? Also, ja, wer ist die Nummer 4 oder wer ist auch schon halt die Nummer 3, wenn du einen Ndicka irgendwie eher auf links siehst, weil du vielleicht in Williams oder wen auch immer da nicht spielen lassen willst. Also es ist halt echt. Oder was ist, wenn Abraham im Winter geht, genau. Also, genau. Haben wir ja auch also, schon ausführlich also drüber gesprochen. Gesehen müsste die Eintracht eigentlich noch einen Innenverteidiger holen. So. Also erinnert, ich meine ganz ehrlich, diese Schrecksekunde hatten wir alle, als Hinteregger sich bei den Nationalmannschaften ausgewechselt wurde. Was ist denn dann? Ja. Stehen wir da? Genau, ja, da hatte ich ernsthaft Schiss. Ja? Also gerade Innenverteidigung, du müsstest eigentlich ja mit dem Wissen, und das hatten wir ja auch schon gesagt, mit dem Wissen, dass Abraham im Winter geht, eigentlich noch 2 Innenverteidiger holen, nämlich einen Abraham-Ersatz, den du quasi ja im Wechsel mit Hinteregger, Ndicka, dass du ein bisschen Rotation vielleicht auch drin hast, gefühlt in jedem zweiten oder vielleicht auch in jedem dritten Spiel irgendwie einsetzt und vielleicht auch noch jemanden tatsächlich dann, wenn Fallett geht, jemanden, den du als 4. Innenverteidiger da hast, der zufrieden ist, wenn er vielleicht irgendwie seine 5 Spiele im Jahr macht, der aber halt dann auch nicht rummurrt. Und da hört man halt gar nichts. Deshalb macht es mir eher ein bisschen Magenschmerzen, wenn dann ein Fayette geht und wir im Endeffekt aber im Gegenzug
zumindest gefühlt nichts holen. Und das ist genau das, was ich auch finde mit den Optionen. Und dann fangen ja immer die Leute an, ach, du hast doch noch Hasebe für die Dreierkette hinten. Und Hasebe ist, glaube ich, 36 Jahre mittlerweile alt. Also mal sehen, wie viele Spiele er wirklich jetzt noch auf Top-Niveau bringen kann. Und Dreier-Fünferkette sind wir uns ja auch alle einig. Mal schauen, wie viel Spielzeit das in der nächsten Zeit bekommt. Und ein Ilsanker, der immer wieder da angesprochen wird, ist einfach für mich eine absolute Notsituation auch in der Innenverteidigung. Das hat mir nicht gefallen. Also man muss halt auch immer bedenken, Verteidigung an sich, du gehst halt sehr oft in irgendwelche Zweikämpfe. Du hast dieses Verletzungsrisiko und natürlich auch dieses durch Gelb und rote Karten, dieses Sperrrisiko. Also du musst halt schon eigentlich da gefühlt mit einem halben Mann mehr planen. Ja, besser als zumindest mit punktgenauer Besetzung und dann noch mit den Leuten. Abraham auch, wie angekündigt war es ja schon so ein bisschen. Also es muss man einfach schauen. Ich bin gespannt, ob sich da nicht doch noch was tut. Und wenn es sich tatsächlich, wenn keine Planungen sind, da jemanden zu holen, dann würde ich einen Teufel tun und Fayette jetzt irgendwie mit einem komischen Leihgeschäft und dann mit einer Kaufoption, die vielleicht nie gezogen wird, da jetzt gehen zu lassen. Ja, wird spannend, müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen betrachten. Und da hängt ja dann auch noch die Thematik mit der Vertragsverlängerung von Kamada mit drin. Das war auch noch so das zweite Feedback, was der Jörg uns da geschickt hatte, dass er es etwas unglücklich fand, dass wir uns da so sehr auf die Berater eingeschossen haben, auch wenn er sagt, man trifft da immer irgendwie den Richtigen. Und dass das vielleicht jetzt auch gerade für so einen Spieler wie Kamada, wir hatten es vorhin angesprochen, wir müssen auch immer diese Corona-Thematik mit bedenken, vielleicht auch eine schwierige Situation ist, da mal so eben spontan eine gute Entscheidung für sich zu fällen. Ich verhindere jetzt mal, dass wir wütende Kommentare kriegen. Natürlich gibt es auch noch Tuta in der Innenverteidigung, aber ich habe den ehrlich gesagt ein bisschen bewusst aus der Bewertung rausgenommen, weil das ist ja eine komplette Wundertüte. Also der kann zwischen... Ja, ist richtig. Der kann zwischen Abraham und Anderson Ordonez alle Entwicklungen noch nehmen. Das heißt, ich weiß nicht, ob man seriös darauf bauen sollte. Ich hatte nur diesen Gedanken tatsächlich, als Hinteregger ausgewechselt wurde, zu denken, ja, und was ist denn jetzt so? Also dann hast du halt Abraham und Indika. So. Ich bin gespannt, was die Eintracht da macht oder ob die halt wartet, okay, wir müssen im Winter halt jemanden holen, wenn Abraham dann geht. Eigentlich wäre es ja ganz geil, wenn derjenige, der Abraham dann beerben sollte, hier schon mal ein halbes Jahr mittrainiert zumindest. Ja, man muss halt auch dazu sagen, also das Transferfenster geht jetzt bis zum 5. Oktober, das ist ja quasi schon Winter. Also du gehst ja quasi von dem Sommertransferfenster fast nahtlos in das Wintertransferfenster über. Ja, gucken wir mal. Ich denke aber, dass die das auch wissen. So, keine Ahnung, müssen wir mal gucken. Ja. Mann, schauen wir mal. Scheiß Corona. Mit Kamada muss man natürlich sagen, ja, schauen wir mal. Ne? Also, das ist. Ja, das würde ich entspannt sehen, muss ich sagen. Gucken wir mal. Denke ich auch. Ja, also, da hoffen wir einfach mal drauf, dass sich da in den nächsten Tagen hoffentlich dann auch was tut. Vielleicht dann im Rahmen des, DFB-Pokalspiels oder im Rahmen des ersten Liga-Spiels, dass sich da vielleicht dann auch was dann offiziell tut bei dem Thema Vertragsverlängerung von Kamada. Hoffen wir da einfach mal drauf. So, dann lass uns noch mal so ein bisschen hier abbiegen. Wir haben noch eine Quizfrage von Tim geschickt bekommen, nachdem wir ja beim letzten Mal diese wunderbare Quizfrage bekommen haben mit welcher Spieler ist es, kam Tim auf die Idee, uns auch eine Quizfrage zu schicken, und er hat auch schon reingeschrieben, wenn es einer lösen kann, dann wahrscheinlich Basti, also von daher volle Konzentration jetzt hier bitte. Er hat uns auch wieder die Jahre geschickt und hat natürlich nicht aufgelöst, also wir müssen es dann gleich selbst rauskriegen. Der Spieler kam in der Saison 2003-2004 zur Eintracht, war vorher bei der Eintracht Trier, davor bei Sachsen-Leipzig und davor bei Maribor. Und ist von der Eintracht gewechselt zu Paderborn, von da aus zu Elversberg, Magdeburg, Dietkirchen, Braunfels und ist jetzt seit 2011, 2013 beim SV Elz. Hast du eine Idee, Basti? Gott, das hast du jetzt auch ein bisschen zu schnell. Kannst du das mal, du hast es jetzt auch falsch gemacht, kann das sein? Warte mal, ich kopiere dir das hier mal raus und hack dir das mal hier in unsere WhatsApp
Ich bin doch am Handy, wie soll ich denn ins Handy gucken? Ach, so, stimmt, ich am Handy. Ja. Daran habe also, ich nicht gedacht. Er ist 2003, 2004 zur Eintracht gekommen. Von Eintracht Trier. Okay, und nach uns, nachdem er. Warte mal. Habt ihr keine komplette. Das Problem ist, ich brauche diesen Weg. Von wo ist er zu uns gekommen? Er ist von Trier zu uns gekommen. So, und wo ist er dann hingegangen? Zu Paderborn. Paderborn. Okay, und dann? Zum SV Elversberg. Uiui. Ui. Ja. Also, warte mal. Trier, lass mich ganz kurz überlegen. Ich will es. Warte mal, Mann. Trier. Alter, Trier, Eintracht. Wie lange war der denn bei der Eintracht? Moment, jetzt habe ich hier gerade das Ding. Ist 2,5, 2,6. Ist 2,3, 2,4 zu. Paderborn, Papa, Dragusha. Dragusha, sagst du? Glaube ich, ja. Ich hab's mal eingegeben. Ist es richtig, ja. Herzlichen Glückwunsch, da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Mehmet Dragusha, 42 Jahre alt. Absolute Legende. Genau, ist jetzt seit 2012 beim SV Elz. Glückwunsch. Respekt, und? Basti, Respekt. Spielt er da noch? Nee, scheint dann da tatsächlich eher so als, weiß ich nicht, Trainer oder irgendwas unterwegs zu sein und nicht mehr aktiv als Spieler. Das hätte mich auch tatsächlich sehr verwundert. Aber herzlichen Glückwunsch, Basti, dass du das erraten hast. Da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Ist damals Respekt, ablösefrei von Trier zu uns gewechselt und dann für und dann auch immer ablösefrei gewechselt. Ablösefrei zu Paderborn, ablösefrei zu Elversberg, ablösefrei zu Magdeburg. Also ich glaube, da gab es nichts, wo wirklich tatsächlich mal großartig Geld für ihn geflossen ist. Unmaßen an Handgeld dann, ja. Wahrscheinlich, ja. Höchster Marktwert im Jahr 2004 laut transfermarkt.de bei 450.000 Euro. Ja, war nicht so erfolgreich. 21 Spiele für die Eintracht, ein Tor, eine Vorlage, eine gelbe Karte, in Summe 797 Spielminuten. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig geil. War auf jeden Fall ein schönes Rätsel. Vielen Dank dafür, Tim. Und wenn ihr da draußen noch Tipps für uns habt, dann, wo wir raten sollen, dann schickt uns das gerne. Und dann würde ich sagen, biegen wir jetzt hier auch gerade, weil irgendwie diese Internetprobleme jetzt hier gerade zunehmen und ich nicht weiß, warum. Ich bitte das vielmals zu entschuldigen. Wir scheinen wohl auch zwischendrin so den einen oder anderen Aussetzer gehabt zu haben. Ja, eben wieder. Ja, und ich weiß nicht, warum. Keine Ahnung. Dann vielleicht noch ganz kurz hier auch ohne Jingle, damit wir nicht zu viel Zeit verlieren, weil ich nicht weiß, ob das jetzt hier gleich alles total zusammenbricht. Wir haben zwei Empfehlungen geschickt bekommen. Einmal der von uns gerade eben schon erwähnte Jörg, der uns diese lange E-Mail geschickt hat, hat auch nochmal empfohlen den Trikot-Austausch-Podcast. Die haben wohl jetzt letztens eine Folge gemacht über die Region Frankfurt. Also wer sich da nochmal mit dem Thema Trikots beschäftigen will, der kann da reinhören. Oder natürlich, wenn es um aktuelle Trikots geht, dem empfehle ich an dieser Stelle nochmal die aktuelle Folge 93. Ihr seid ja jetzt auch seit Montag wieder unterwegs und habt euch natürlich gleich in der ersten Folge neben dem neuen Projekt von Max auch sehr ausführlich mit dem Thema Trikots beschäftigt. Vorsicht, wenn es um das Trikot vom BVB geht, da gibt es eine kurze Stelle, wo es einen großen Lachanfall gibt. Vielleicht in dem Moment gucken, dass ihr nicht gerade irgendwelche Getränke zu euch nehmt. Ja, und dann hat der Markus uns noch eine Empfehlung geschickt. Und zwar gibt es jetzt wohl seit kurzem oder sehr bald den Radio Badesalz Podcast. Oh, das wäre was für dich, Basti. Kann man jetzt wohl auch schon abonnieren. Geht wohl, warte mal, ich habe es hier, größten Hits der 80er und 90er und es gibt wohl irgendwie überraschend jede Woche eine neue Folge. Best of Badesalz. Mhm. Also wer da Bock auf Badesalz hat, Trailer ist jetzt schon verfügbar, soll wohl, wenn ich es richtig verstanden habe, ab nächste Woche losgehen. Ich hau euch mal den Link zum Feed hier mit in die Shownotes und dann könnt ihr das abonnieren. Ja, und bevor dem Basti jetzt der Arm total abfällt, würde ich sagen, machen wir hier mal Schluss. Wir freuen uns tatsächlich ein bisschen auf Fußball. Falls man uns das nicht ganz angehört hat, dann bitten wir das zu entschuldigen. Auch wir müssen noch
damit üben, mit dieser Situation irgendwie zurechtzukommen. Wir hoffen, wir konnten euch da draußen ein bisschen helfen. Ihr habt uns auf jeden Fall in den letzten Tagen und Wochen geholfen, seid fleißig unserem Aufruf gefolgt, doch hier uns in dieser Situation auch finanziell weiterzuhelfen. Das ist ein gutes Stück nach oben gegangen. Vielen, vielen Dank dafür. Und wir freuen uns über jeden natürlich, der da noch hinzukommt, über jeden, der uns Feedback schickt, Quizfragen, was auch immer. Und ja, ab jetzt wieder jede Woche, wenn es geht, Dienstag regelmäßig uns hier hören. Wir wünschen euch eine schöne Restwoche, einen schönen Start in die neue Saison mit dem DFB-Pokalspiel am Wochenende und melden uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschö. Ciao.